Grüß dich. So, Matthias, Servus, na? Hast du keinen Weihnachtsbaum im Hintergrund, so Nee, ich habe einen wie ganz langweiligen Hintergrund hier. ich? Nee, schön, dass das geklappt hat, auch hier mal technisch. Ich hoffe, du hörst mich gut. Ja, hörst du mich auch gut? Ja, Weil ich passt eben noch soweit. Probleme hatte mit dem Mikro, deswegen bin ich jetzt noch auf so ein Headset Ja. umgestiegen. Ja, Ja, nee, ich ich freue habe mich. gerade auch noch ein Reset gemacht, weil die auch schon wieder rumgesponnen haben. Aber cool, nee, dass es geklappt hat. Vielleicht noch mal einleitend so ein paar Worte, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir jetzt einen Livestream machen und was ist denn das große Warum dahinter? Werden sich wahrscheinlich die ein oder anderen Investoren auch fragen, warum muss ich mich denn als Investor mit dem Thema Psychologie auseinandersetzen? Und ich weiß gar nicht, ob das so jedem wirklich klar ist. Und ich habe ein Buch, was du wahrscheinlich auch kennst, so ein Klassiker, Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und ich glaube, er war auch einer der ersten Psychologen, die überhaupt Nobelpreis bekommen haben im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Also ihr Psychologen, du bist ja auch einer. Ihr habt es ja nicht so einfach, Nobelpreise zu bekommen, weil es gibt halt keinen für Psychologie, ne? Und Genau. der Daniel Kahnemann hat den im Bereich der Wirtschaftswissenschaften bekommen, weil er herausgefunden hat, dass wir Menschen im Grunde in zwei Systemen denken. System 1, ein sehr schnelles, intuitives, unterbewusstes Denken und System 2, unser rationales Denken. Und jetzt kommt's, er hat eben auch herausgefunden, dass wir Menschen etwa 95% unserer Entscheidungen eben nicht rational treffen, so wie wir häufig von uns denken mögen, sondern eben schnell, intuitiv und unterbewusst über das sogenannte limbische System. Und Das kann wenn an der da Börse viel Geld kosten, wenn man sich da nur auf das eine System verlässt. Ja. Genau, ne, wenn das so ist, ja, was der Kahnemann sagt und wofür man ihm den Nobelpreis gibt, dann sollten wir uns als Investor eben ganz stark mal mit diesem unterbewussten Denken beschäftigen. Und deswegen der Stream heute auch mit dir, weil du kannst dich ja gleich mal vorstellen, jetzt habe ich hier schon wieder so einen Führermonolog gemacht. Du bist Psychologe und heute wollen wir mal über Best of Börsenpsychologie sprechen. Darüber wolltest du auch mal ein Buch schreiben und hattest mir im Zuge dessen mal dein Exposé quasi geschickt, weil du es halt nicht geschrieben hast. Und so sind wir auf das Thema heute gekommen. Und jetzt kannst du dich mal vorstellen. Ja, Matthias Dickerhoff, mein Name, ich bin 34 Jahre alt, bin Psychologe mit dem Schwerpunkt auf Vertrieb und Marketing bin ich unterwegs, also nicht per se Börse, bin aber seit fast 10 Jahren jetzt auch Privatanleger, also habe mich intensiv damit auseinandergesetzt mit dem Thema und arbeitstechnisch leite ich das Institut für Verkaufspsychologie in Aachen, also unterstütze da Unternehmen, online mehr Umsatz zu machen, also im Bereich Marketing. Und da habe ich mir auch gemerkt, immer wieder, dass die Faktoren ähnlich sind, ne? Also wie an der Börse, die ganzen Denkfehler sind ähnlich, wie sie auch im Marketing sind, auch im Rahmen der Verkaufspsychologie. Ich hatte das eben auch nochmal gepostet in meinem Netzwerk, da meinten viele Menschen, stimmt, das ist ja total verwandt miteinander. Und deswegen ist es auch so spannend und viele Faktoren oder Trigger, Denkfehler, die wir uns gleich anschauen, sind halt genauso auch Marketing und Vertrieb total relevant, auch total im Alltag, sogar in der Beziehung, ne? Wenn man eine Beziehung führt. Und es ist eigentlich so Wissen, was wir uns gleich auch anschauen, was komplett zeitlos ist, ne? Also was auch in 30 Jahren noch genauso funktioniert wie jetzt. Und ja, aus psychologischer Sicht sehr spannend, ne? Und neben den sicherlich Zahlen, Daten, Fakten in Bezug auf Aktien ist sicherlich die Psychologie ein ganz großer Faktor. So. Ja. Ja, Ja. du kennst ja unzählige psychologische Verhaltensmuster, Heuristiken. Vielleicht mal zur Erklärung. Heuristik, würde ich übersetzen als mentale Abkürzung, die unser Gehirn quasi immer wieder wählt, um nicht rational denken zu müssen. Und da könnte man ja auch die Frage stellen, ja, warum will denn unser Gehirn gar nicht so viel rational denken? Weil rationales Denken etwa auch viermal so viel Energie verbraucht, wie dieses schnelle, intuitive, unterbewusste Denken. Und wir kommen ja alle noch mal aus Zeiten, wo wir nicht unbegrenzt Energie unserem Körper zufügen konnten und überall lagen Schokoriegel rum, so wie bei mir hier, sondern wir Ja. mussten irgendwann mal die Höhle verlassen. Gut, mit der Höhle verlassen ist jetzt fast schon wieder so, ne, und uns in Gefahr begeben, ja, in Corona-Zeiten. Und das damals vor 10.000 Jahren war es gefühlt immer mit einer Lebensgefahr verbunden. Und jetzt habe ich gelesen, dass sich das menschliche Gehirn die letzten 10.000 Jahre nur um 0,1% genetisch verändert hat. Das heißt, das Ding hier oben ist vom genetischen Aufbau immer noch fast derselbe.
wie eben vor 10.000 Jahren. Zum Glück hat sich unser Leben so ein bisschen verändert, aber das Ding funktioniert immer noch relativ ähnlich. Genau, ein Teil ist noch uralt, also insbesondere das Stammhirn ist noch sehr, sehr alt, und dann denkt unser Gehirn sofort bei einem Crash, sagen wir, die Aktien stürzen ab, sofort, oh Gott, es geht um Leben und Tod, ne? Oder wir sind im Online-Shop unterwegs und dann sind noch drei Sachen auf Lager. Sofort geht der Alarm an im Kopf. Dabei geht es vielleicht gar nicht um Leben und Tod, ne? Aber trotzdem, wir denken so, der Stress geht hoch. Und da ist es super wichtig, dann auch gut damit klarzukommen und nicht jetzt dumme Entscheidungen zu treffen, alles irgendwie auf einmal zu verkaufen und sagen, komm, Börse ist eh nichts für mich, Aktien verliere ich nur Geld und so weiter, ne? Dass man da einen kühlen Kopf bewahrt. Ja. Ja, du hast ein Thema angesprochen, das will ich definitiv heute auch nochmal mit dir durchdiskutieren. Also, was passiert denn in der menschlichen Psyche überhaupt innerhalb eines Crashs? Das schieben wir aber mal ein bisschen ans Ende. Also vom Ablaufplan her, ich hatte dir nochmal die Challenge gegeben, bei all dem, was du weißt, bei all den Heuristiken, Verhaltensmustern, Triggern, dich auf 10 mal zu beschränken. Ja, was sind aus deiner Sicht die 10 wichtigsten? Und da war die zweite Aufgabe an dich, weil ja das Wissen hier der Zuhörer völlig unterschiedlich ist. Ne? Wir haben wahrscheinlich sehr, sehr erfahrene Investoren mit dabei. Wir haben aber auch welche mit dabei, die vielleicht gerade angefangen haben oder erst seit ein paar Jahren unterwegs sind. Und vielleicht haben wir auch welche dabei, die erst Investor werden wollen. Also war deine Aufgabe, eine bunte Wundertüte zu erstellen von Dingen, wo der ein oder andere vielleicht sagt, ja, kenne ich schon. Aber selbst wenn du es schon kennst, macht es bei diesen Heuristiken eben so viel Sinn, sie auch immer wieder sich ins Bewusstsein hervorzurufen, weil, und da will ich abschließend auch nochmal, also Thema 3 wäre dann, wie hast du dich die letzten 10 Jahre beim Investieren an der Börse verhalten, beziehungsweise wo hast du dich auch erwischt, dass du als super erfahrener Psychologe selber auf diese Verhaltensmuster reingefallen bist? Ja, Ja. gerne. Also so vom Ablauf, dann lass uns doch am besten mal direkt reinstarten in einer der 10 Dinge, die du dir ausgepickt hast. Genau, starten werden wir mit FOMO, Fear of Missing Out. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere, dass diese Angst, etwas zu verlieren oder auch irgendwas zu verpassen. Ne? Es ist ja oft so, dass wir dann irgendwie eine Chance sehen, sagen, boah, das muss ich auch noch mitnehmen. Oder Mensch, hier, da ist nochmal eine super Möglichkeit, eine Aktie, die ich kaufen kann. Und wir haben immer wieder Angst, etwas zu verpassen, also bei irgendeinem goldenen Zug nicht dabei zu sein. Und das ist ein sehr starker Trigger, auch die Angst, irgendetwas zu verlieren. Und, ne, und das passiert sehr oft, dann hört man vielleicht, hey, die und die Aktie ist spannend oder hier ist ein Unternehmen, ne, das ist gerade beim Impfstoff beteiligt und so weiter. Und zack, will man sich draufstürzen. Und sieht dann überall nur Möglichkeiten. Das ist natürlich auch einfach gefährlich, ne? Wenn ich mich überall draufstürzen will und immer die Angst habe, irgendwas zu verpassen. Und es ist auch so, dass der Verlust, also wenn wir irgendwas verlieren, also Geld verlieren, die Aktie geht runter, wir verkaufen sie dann, führt das natürlich dazu, dass es doppelt so weh tut als ein Gewinn. Ne? Zeigt die Forschung. Das heißt, wenn wir irgendwas verlieren, ist es doppelt so schmerzhaft, als wenn wir was gewinnen. Ne? Ja, dazu hat mal, ich glaube, es war sogar der Kahnemann hier auch eine Studie gemacht, wo er quasi Menschen gefragt hat, hey, ich biete euch folgendes Spiel an. Ich werfe eine Münze und wenn Zahl kommt, dann kriegst du von mir 150 Dollar. Wenn Kopf kommt, musst du mir aber 100 Dollar zahlen. Und dieses Spiel hat er vielen Menschen angeboten und die meisten Menschen haben gesagt, nee, möchte ich nicht spielen. Dabei hätte die Antwort sein müssen, alles klar, Kahnemann, das können wir den ganzen Tag spielen. Ich kündige meinen Job und mache das mit dir, weil du Ja, natürlich klar. langfristig gewinnst. Ne? Also in jedem Fall, zweiten Fall kriegst du 150 Dollar und statistisch in jedem zweiten Fall zahlst du 100 Dollar. Das heißt, wenn du es lang genug machst, dann gewinnst du. Und das zeigt halt auch wieder dieses Beispiel, dass wir unterbewusst, wie du sagst, eben diesen potenziellen Verlust viel, viel schwerer gewichten. Du hast jetzt so ein paar Punkte gesagt zum FOMO. Wo sehen wir das denn jetzt genau beim Investieren? Also einmal, dass sich viele, ich sehe das ganz oft in Foren oder so, irgendwie die Angst haben, eine gute Chance zu verpassen. Ne? Dieses Fear of Missing Out, dass man überall mögliche Gold, Diamanten oder Rohdiamanten sieht, wo man irgendwie drauf aufspringen muss.
ist ja einfach viele auch in den Nachrichten, überall gibt es verschiedenste Faktoren, wo gesagt wird, hier, das kannst du machen und das kannst du auch machen und das und so. Und wir dann halt uns einfach verrückt machen, dann versuchen, überall mit dabei zu sein oder nicht. Und das ist halt auch nicht so gut. Oder halt auch einfach Angst oder bestimmte Schritte auch nicht gehen, weil wir Angst haben, irgendwas zu verlieren. Sagen wir mal, man sucht sich eine Aktie raus, nehmen wir mal eine Aktie aus China oder so, sagen, mache ich das oder nicht? Und ich gehe den Schritt dann nicht, weil ich vielleicht Angst habe, dann irgendwie potenziell was verlieren zu können, weil der Schmerz dann zu groß ist, als meine Lust, was zu gewinnen. Ne? Also die meisten spielen eher, um halt nicht zu verlieren, als um zu gewinnen. Das ist so die menschliche Psyche. Aber du sagtest ja schon, es ist natürlich sinnvoll, einfach langfristig zu denken und langfristig zu investieren. Dann macht das alles natürlich viel mehr Sinn. Aber natürlich auch nicht auf jeden Zug aufzuspringen, ne? Und nicht immer Angst haben, irgendwas zu verpassen oder so. Ich hatte das selbst vor vielen Jahren, wo dann 6, 7 Jahre ungefähr war das. Da war das, glaube ich, war das mit Tesla, auf Facebook viele gesagt haben, boah, das ist super Chance. Ja, habe ich halt nicht gemacht. Ne? Und dann war auch oft so, war das die Angst, etwas zu verpassen und so? Nee, es passt halt nicht zu meiner Grundstrategie. Klar, kann ich mich heute ärgern und sagen, wow, du hättest viel Geld damit machen können, aber abgehakt. Ne? So Nur innerlich, ne? dieses Ja. FOMO, wäre FOMO jetzt nicht gewesen. Also ich glaube, so bei Wirecard habe ich das viel beobachten können. Wirecard war so eine Zeit lang hier auch in der Instagram-Community, in der Finanz-Community immer so viel Posts gelesen, oh, Wirecard, das einzige deutsche Wachstumsunternehmen und so weiter. Und da hatte ich den Eindruck, dass dann viele eben die Angst hatten, ihre Chance zu verpassen und einfach gekauft haben, ohne aber sich mal tiefer mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Und wäre FOMO nicht dann auch bei dir so gewesen, dass wenn du sagst, damals wurde Tesla schon so und dass du schnell kaufst, einfach nur um diese Chance nicht zu verpassen? Genau, aber Ja. wenn man eine Grund manche haben ja eine feste Grundstrategie, also ich habe so eine feste Grundstrategie und es passt einfach nicht dazu. Tesla oder Wirecard hätte auch nicht gepasst, deswegen habe ich es nicht gemacht, weil ich finde wichtig, sich auch zu schützen vor allen möglichen Empfehlungen oder was halt so im Internet oder Nachrichten unterwegs ist und nicht überall mitzugehen. Ne? Also ich finde, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren, auch psychologisch sich da zu schützen und zu sagen, nee, ich springe halt nicht überall auf jeden Zug drauf. Ne? Genau. Ja. Ja. Und da können wir auch gleich, glaube ich, zum nächsten Mal kommen, was du, ich glaube, du hast auch was mit Autoritäten oder sowas drin, ne? Ja, Autoritätsbias oder sowas genau. ähnliches. Ja, genau. Ja. Können wir direkt springen. Ja, also Autoritätsheuristik, ne? Dass wir halt gerne, wir Menschen uns gerne es einfach machen vom Denken her und dann eher Autoritäten vertrauen, als selber nachzudenken oder uns selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Dass wir sagen, der Herr Doktor hat das und das gesagt, der Professor empfiehlt das, ne? Oder der und der empfiehlt die und die Aktien oder zumindest spricht darüber und sofort vertrauen wir dem blind oder folgen dem blind. Ne? Ich habe auch einen kleinen Teil von meinem Vermögen in chinesische Aktien, das hatte ich auch deinen Freunden einfach so mal nebenbei erzählt. Und dann so, oh Gott, du machst das, Mensch, du machst das schon einige Jahre. Alles klar, dann muss ich jetzt auch das machen und auch irgendwie in chinesische Aktien gehen. Ich so, nein, ne? Nur weil ich das sage, ne? Muss das nichts heißen. Ne? Und unser Gehirn will Energie sparen, wie du eben erzählt hast. Ne? Also will das Überleben sichern, Energie sparen. Darum machen wir uns natürlich einfach, wenn wir sagen, ja, der Herr XYZ sagt das und das und dann mache ich das einfach und fertig. Und das kann natürlich auch stimmen. Ne? Also es macht ja Sinn, auch manchmal auch auf Experten zu hören. Sonst wäre es blöd, sonst wäre es auch blöd für meinen Job, wenn die Kunden nicht das machen würden, was ich ihnen auch empfehle. Aber in vielen Fällen, gerade wenn es ums eigene Geld geht, sollte man sich schon selber mit den Unternehmen beschäftigen, auch selber auch verstehen, was man da überhaupt macht und nicht blind auf irgendwelche Autoritäten vertrauen. Ne? Ja, und ich find ganz spannend zu diesem Thema Autoritäten. Also bei Autoritäten dachte ich im ersten Moment immer, du hast jetzt auch den Klassiker erwähnt, ne, so diesen Blender-Med-Doktor aus der Werbung, ne, Dr. Best, das ist mein Dr. Lieblingsbeispiel Best oder so dafür. Ne? heißt der, genau, ne, also der ist Weißer ja, Kittel, ja. genau, ne, und auf einmal, wenn der die Zahnpasta empfiehlt, dann muss die ja besonders gut sein. Das ist ja das, was dann irgendwie intuitiv wieder die Heuristik, die schnelle Abkürzung, die unser Gehirn wählt, um wieder nicht rational nachdenken zu müssen, weil das wieder mehr Energie kostet. Aber Autoritätsbias oder Autoritäten können ja ganz viele Dinge sein, ne? Also Klar. Autoritäten zum Beispiel hier bei Instagram. Ich glaube, wenn hier so ein Waikiki heißt der Helmut, seit 38 Jahren an der Börse aktiv, wenn der jetzt so ein Post macht, er kauft jetzt Coty, dann würde ich mal gern wissen, wie viele Menschen dann quasi parallel auch kaufen. Ja, nur aufgrund, weil er ist auch eine Autorität in dem Fall Klar. für viele. Du kannst aber auch Autoritäten, ich habe das mal erlebt, da war ich glaube, da war ich so 16, da war ein Freund,
oder von meinem Bruder, der Freund, der Vater hat Immobilien verkauft und der kam dann im Ferrari hier an und wollte eine Immobilie in Plauen verkaufen, ja. Und man möge ja meinen, dass dieser Ferrari dann in dem Moment, dass man dann denkt, nee, da kaufe ich jetzt nicht, der scheint ja so viel Geld zu verdienen. Nur auch dieser Ferrari, also dieser Status des Ferraris, kann eben eine Autorität Ja. darstellen, ja, und sagen, okay, der hat einen Ferrari, der muss ja super kompetent sein. Also, Ja, da muss ich auch. Ja. Autorität, wie er startet, da gibt es völlig unterschiedliche Autoritäten. Das messen wir dem ja auch selber bei, also auch einfach Experten in ihrem Bereich, ne? Als wir vor ein paar Monaten in Berlin essen waren, hast du ja auch gesagt, hier, das Restaurant ist super, hier kannst du blind alles bestellen von der Karte. Habe ich dir ja auch vertraut, war ja auch super lecker. Das passt ja, ne? Aber ne, wir müssen ja auch, wir brauchen das ja auch, wir müssen ja manchen Leuten vertrauen. Also wenn ich jetzt beim Doktor immer diskutiere und sage, ja, sie haben jetzt das und das empfohlen, ich glaube ihm aber da nicht, ne? Ich prüfe das nochmal selber, wäre blöd. Aber wir müssen uns trotzdem immer wieder diesen Fehler oder diese Denkabkürzung, diese Heuristik bewusst machen, ne? Bei Entscheidungen im Alltag, bei der Börse, aber auch bei anderen, Entscheidungen immer wieder bewusst machen, das ist ja wichtig, ne? Also klar brauchen wir das auch, ne? Ja. Beziehungsweise auch, ne, ist das eine wahre Autorität, ne? Also Ja. beim Doktor, ne, wenn der jetzt wirklich Arzt ist und so weiter, aber hier dein Doktor Bestfreund, der ist ja gar kein Arzt, sondern Schauspieler, der da Genau. steht, ne? Und man suggeriert, dass er Arzt ist, ne? Also von daher ist ja die Frage, das zumindest so zu hinterfragen, ist das eine Autorität, auf die ich mich verlassen kann? Das heißt, wenn ich dich jetzt hier als Verkaufspsychologe buchen will, dann würde ich mir schon mal prüfen, na, ja, bist du tatsächlich auch Psychologe oder nicht? Ja, und, das heißt, die Ja. Autorität tatsächlich mal zu hinterfragen, ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn man sie hinterfragt hat, ihr dann eben auch zu vertrauen, sonst wäre es irgendwann auch schlecht. Ja, das Ja. stimmt. Ja, cool. Und ich sage mal, im Börsen, jetzt Best of Börsenpsychologie, Autoritäten, da haben wir ja auch viele, wo wir uns wirklich mal hinterfragen müssen, also auch gerade so eine Crash-Gurus, ja, die dann irgendwas sagen, ja, was haben die für Hintergründe, warum sagen die das jetzt, ja, oder weiß ich nicht, im Fernsehen, da sind ja so viele selbsternannte Experten, wo dann steht Börsenexperte, ja, das ist ja kein geschützter Begriff, ja, Ja, kann. könnte man mich jetzt auch hinstellen und sagen Börsenexperte, ja, und ich glaube, das ist oft zu hinterfragen, ist das noch Autorität tatsächlich? Ja. Da machen sich viele auch nicht so viel Gedanken zu. Also selber auch Gedanken machen, selber nochmal recherchieren, was hat die Person gemacht, wo ist die unterwegs und so. Aber natürlich auch, was will die damit bezwecken? Ne? Weil so eine Angst schnüren mit, da kommt ein Crash, klar, behalten die recht, irgendwann kommt sicherlich wieder ein Crash. Ne? Also, und dann sagen, hey, ich hab's doch gewusst. Ne? Aber dieses Angst schnüren führt halt ja natürlich auch gerade dazu, also was sieht man in Bestsellern, sowas lässt sich unglaublich gut verkaufen, wenn es über diese Negativität geht und Angst. Da sind wir halt wieder psychologisch bei unserem Gehirn, was halt sehr stark auf negative Sachen anspringt, weil es immer denkt, oh Gott, mein Leben könnte in Gefahr sein. Und deswegen lässt sich das natürlich besser verkaufen und funktioniert halt auch besser, sieht man ja auch in Social Media oder so, wenn da negative Sachen diskutiert werden, das zieht noch mehr Aufmerksamkeit und funktioniert besser. Nur das Problem ist halt, wenn ich dann so negative Botschaften habe, Cortisol geht halt hoch als Hormon und ja, wir flüchten dann und treffen blöde Entscheidungen oder geraten halt in so einem Aktionismus, das wäre halt nicht so gut. Ja. Ja, das ist, was du gerade meintest, also diese Verlusttriggern, das funktioniert auch häufig jetzt in der Shop-Optimierung zum Beispiel viel besser, als wenn du immer nur dieses Gain, ne, also dieses Wachstum triggerst. Wir hatten jetzt letztens ein Beispiel, wo wir in einem Warenkorb eines Online-Shops diesen Satz eingeblendet haben, Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert. Ja, Ja, und und dann. das triggert den Verlust und das haben wir jetzt bei, ich 6 Online-Shops getestet. 5-mal hat es richtig gut funktioniert. Einmal allerdings auch stark negativ. Aber dann musst du dich halt fragen, okay, warum in dem Case nicht? Tickt da die Zielgruppe anders? Aber da hat man auch mal schön gesehen, wie diese Verlustaversion, wie stark sie die Conversion Rate in dem Fall gehebelt hat, ja, von der Gruppe. Ja, deswegen ist halt auch wichtig als Investor immer wieder, gerade wenn es runtergeht mit der Börse, wenn halt Leute was Negatives sagen, dann halt mal ja das Gehirn auszuschalten oder wirklich klar zu machen, okay, ne, es kann sein, dass jetzt Panik hochkommt, ne, es kann sein, dass jetzt Stress hochkommt, das Gehirn denkt, mein Leben ist irgendwie gefährdet und ich muss jetzt was machen, ne, sich dann nochmal durchzuatmen und zu stoppen innerlich, ne, also so ein bisschen auszuschalten oder versuchen zu kontrollieren. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan natürlich, ne. Ja. Genau, ne, aber den Punkt muss man, glaube ich, nochmal betonen. Also diese Verluste, ne,
Der Verlust wird doppelt so stark gewichtet wie der Gewinn. Das Okay. heißt, wenn wir jetzt in der heutigen Welt, schauen wir ja, unvernünftigerweise wahrscheinlich viel zu oft in unser Depot, ja, und gucken rein. Und jetzt diesen Satz sich mal zu überlegen, ne, wenn wir da einen Buchwertverlust haben, der triggert uns dementsprechend auch doppelt so stark intuitiv wie der Erfolg meinetwegen am nächsten Tag, ne? Also wenn ich da reingucke, bei mir, mein Depot ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 350.000, 30.000 auf dem Verrechnungskonto, also 320 im Depot. Und wenn du da manchmal, ich sag mal, so eine Veränderung von 3% ins Minus hast, da guckst du dann rein, ja, und gehst gerade zur Arbeit und bist wieder, na, mal kurz süchtig gucken, ne? Ja. Gucken, was da ist, und dann steht da minus 10.000, ja. Da ist der Tag Und gelaufen. Nein. Ja. naja, ja, also ja, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ja, und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann ist tatsächlich der Tag gelaufen, ne? Ja, und Und dann fangen die meisten Leute, ne, weil wir haben halt, dieser Verlust triggert das Schmerzzentrum, ne, und das doppelt so stark als die Freude bei Gewinn. Und dann fangen Leute wirklich an, Mist zu bauen, ne, dann zu sagen, komm, jetzt verkaufe ich was oder so, da schnell raus. Oder irgendwelche anderen komischen Entscheidungen. Und dann echt, das ist, glaube ich, so der Schlüsselmoment, ne? Dann aufzupassen. Ne? ja, also es sollte jeder nochmal mitnehmen und in diesem Moment mal dran denken. Und ich glaube auch zum Beispiel so in Krisenzeiten, ja, wenn du so, weiß ich nicht, wenn du so mitbekommst, dass gerade die Börsen einfach runterkrachen, da solltest du dementsprechend auch nicht ständig in dein Depot gucken, ja. Was willst du denn da sehen, ja? Also, wenn du nicht den Plan hast, jetzt Aktien zu kaufen, also aus meiner Sicht der einzige Grund jetzt sollte sein, in dein Depot zu gehen, um Aktien zu kaufen, Um weil du weißt, nachzukaufen jetzt. genau, um Ja. nachzukaufen oder weitere Aktien zu kaufen, ja. Aber sich selber so zu quälen, und das sollte man sich bewusst sein in der Krise, ja, das ist halt quälen, ne? Weil du weißt ja, okay, jetzt ist schon wieder 3%, die Woche wieder 5% runter. Das muss ich mir nicht jeden Tag bewusst machen unbedingt. Ja, das macht mit einem was, ne? Ja. Und dann Ja. kommt halt dieser Effekt des Aktionismus, ne? Aktionismus zustande. Dass wir halt lieber irgendwas machen, als gar nichts machen. Und das ist ein großes Problem. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Fußball. Also ein Torhüter würde statistisch die meisten Elfmeter halten, indem er einfach stehen bleibt auf der Linie. Ne? Das ist statistisch belegt. Ne? Die größte Wahrscheinlichkeit hat er, wenn er einfach stehen bleibt bei einem Elfmeter. Aber wir müssen halt irgendwie immer was machen. Also dieser Aktionismus, oft blinder Aktionismus, also lieber irgendwas machen als gar nichts. Und das ist halt in so einer Situation dann fatal. Ne? Das ist auch bei Aktien so, wenn man da was Geld liegen hat, zu sagen, ja komm, mach erstmal was, investiere oder ich verkaufe schnell was, als jetzt überhaupt nichts zu machen. Und das ist halt sowohl bei Aktien im Business, aber auch sonst so auch im privaten Alltag immer wieder ein Problem, dass wir nicht manchmal innehalten können und sagen, hey, komm, stopp, einmal durchatmen, ist das jetzt sinnvoll, dass ich das mache oder nicht? Ne, wir handeln meistens in so einem Aktionismus und oft so sehr reaktiv. Ne? Also in der Psychologie wird immer unterschieden zwischen proaktiv und reaktiv. Und reaktiv wäre halt einfach, ich ja, bin quasi wie so getrieben, mache irgendwas. Und proaktiv wäre halt nochmal zu schauen, strategisch, was ist jetzt überhaupt sinnvoll? Ne? Macht es Sinn, jetzt irgendwas zu machen oder nicht? Und dieser Aktionismus ist echt problematisch, ne? Also ich denke, es ist auch einer der Grundfehler. Ne? Ja, gerade weil, ne, an der Börse oder der Langfristinvestor, der hat ja nun mal am meisten Erfolg mit Geduld, ne, wenn er nichts macht, wenn er eben, sagen wir mal, wenn du den Markt kaufst, einen ETF kaufst, dann hast du langfristig am meisten Erfolg, wenn du eben nichts machst, ja, und einfach nur wartest, ja, und nicht immer hin und her und so weiter, da jedes Spiel mitmachst, das mit Kaufen, Verkaufen. Und das, oder auch in der Krise, ne? Und das widerstrebt aber ja diesem Aktionismus, dem Angeborenen. Also du hast das Fußballbeispiel gebracht, dass einmal die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, in der Mitte stehen zu bleiben. Aber man hat ja auch nachgewiesen, dass die Torhüter eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aufgrund dieses Aktionismus eben immer in Ecken springen, ne? Ja. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch am besten, wenn du in die Mitte schießt. Ja, Genau. als Das kann man rausschließen, ja. ja. Ja, nee, und ja, das ist ein spannender Punkt, der wir auch, ich glaube, uns oft bewusst machen müssen, wenn wir, also ich hatte ja in einer der letzten Streams, ach, mit dem Helmut mal aufgezeigt, ich bin ja noch nicht so lange dabei wie du jetzt, seit 10 Jahren, sondern ich bin seit 2015 an der Börse. Und ich habe mal in der Zeit auch super viele Fehler gemacht. Und einer der Fehler war, dass ich eben mich
zu schnell von, ich sag mal, von Meldungen triggern lassen habe, jetzt Aktien zu verkaufen, ja. Weil eine Aktie zum Beispiel stark gestiegen ist, zum Beispiel Nike. Ich habe alle meine Verkäufe mal aufgedeckt und es war, hat sich jetzt nach rausgestellt, dass alle Verkäufe bisher Schwachsinn gewesen sind, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also alle Aktien stehen jetzt quasi höher, außer Wirecard, aber mal die ausgenommen, ja. Und daran habe ich gelernt, okay, dass dieses Triggern lassen, was hatte ich denn überhaupt vor mit diesen Unternehmen, ja? Und für mich ist die wichtigste Frage immer, glaube ich noch daran, dass dieses Unternehmen in 3, 5 Jahren erfolgreich beziehungsweise noch erfolgreicher ist als heute? Und wenn ich daran glaube, dann verkaufe ich halt keine Aktie, ja? Nee, macht keinen Sinn. Ja. Auch bei so irrationalen Sachen, ne? Also siehe damals BSE-Skandal. Ne? McDonald's ist ins Bodenlose, jetzt mal populistisch gesprochen, gestürzt, ne? So als ob die nicht danach wieder hochgehen. Ne? Und danach, ein paar Wochen später, waren die schon wieder richtig gut unterwegs. So, ne? Also, das ist gab es ja auch bei anderen, ich glaube, Shell war auch so ein Beispiel, ich möchte jetzt kein falsches Beispiel nennen, aber es gab ja immer wieder so Beispiele von Aktien, die dann total abgestürzt sind. Und man sagte, nee, McDonald's, als ob die da unten bleiben, ne? So, als Ja, ich meine, Unternehmen. ich glaube Ne? schon, dass Shell oder die Ölindustrie ist, man hatte schon in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr den Eindruck gehabt, dass die Menschheit kein Öl mehr zukünftig braucht, ne? Also eine Shell ist, glaube ich, von ursprünglich mal, ich weiß gar nicht, wo die mal stand, 30, 40, auf 9 gefallen, ne? Und auch die anderen Exxon und so weiter, die sind ja alle stark gefallen und man hatte ja wirklich den Eindruck, dass die Menschheit nie wieder Öl braucht, ja. Und Öl wird ja in so vielen Bereichen gebraucht, jetzt gar nicht mehr nur für PKWs. Und ja, jetzt sieht man ja gerade wieder, wie es dann auch wieder hochgeht. Ja, und deswegen halt, also was ich so als Strategie, wie du schon sagtest, wähle, sich intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen und zu sagen, kann das überhaupt sein, dass McDonald's oder auch Coca-Cola, ne, ob die jetzt in 5 bis 10 Jahren sind, die wahrscheinlich nochmal wesentlich stärker als heute, das wissen wir natürlich alles nicht, ne, können nicht in die Zukunft schauen, ne. Aber das sind dann solide Unternehmen, und dann würde ich da nicht panisch rausgehen. Genauso wie ich hab mehrere Depots und ein Depot weiß ich zum Beispiel gar nicht, was da drauf ist. Also da wird jeden Monat eine kleine Summe überwiesen von meinem Gehalt, was ich mir selber auszahle, und keine Ahnung, was da drauf ist. Ne? Das ist quasi so ein Depot, wo ich in 10 Jahren nochmal drauf schauen werde und dann halt schauen, was da drauf ist oder so. Ne? Cool. So als ein Ding. Hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? Ich finde es schon gut, wenn man auch Kontrolle hat und sich auch damit zu beschäftigen und so. Aber das ist so ein, ja, geheimes Depot quasi, wo ich dann halt irgendwann nochmal drauf schaue. Ne? Und da läuft aber jetzt ein ETF-Sparplan oder was läuft Ja, da? genau. Ja, ja. ETF, ganz, ganz entspannter ETF. Genau. Ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du es mit drin hast, weil wir gerade dabei waren. Weil wir gerade dabei waren, wegen jetzt einer McDonald's oder einer Shell, wenn der Trend, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, also wenn der Trend runtergeht, jetzt so eine Aktie, dann gehen wir davon aus, dass es auch immer weiter so passieren wird. Also wir versuchen so ein Muster zu erkennen. Haben Hast du wir das mit auch? drin. Ach, Haben wir haben wir mit mit drin? drin. Genau, Ja. aber wenn es nicht mit drin ist, können wir es aufgreifen. Ja, Ja. Menschen lieben es, psychologisch, so wahrnehmungspsychologisch, irgendwelche Muster zu entdecken und leiten dann davon irgendwas ab. Das könnten wir jetzt in die Tiefe philosophisch diskutieren, ne? Auch was wir in der Natur für Muster sehen und dann davon ausgehen, dass es irgendwie mit einem krassen Plan konstruiert worden ist, das wissen wir alles nicht. Aber gerade auch bei so Chartverlaufen versuchen wir dann auch immer wieder irgendwelche Muster zu erkennen und leiten dann zukünftige Sachen ab. Ne? Und das natürlich auch psychologisch brauchen wir immer eine Struktur, eine Ordnung und versuchen das dann immer zu erkennen in den Mustern und daraus bestimmte Sachen abzuleiten. Ne? Ja. Und das ist ja im Grunde, also das, was ich jetzt meine, ne, dass wir, wenn wir jetzt so einen Chart uns angucken und der geht jetzt runter, dann zieht quasi unser Gehirn den Schluss, okay, der geht jetzt runter und jetzt wird er auch weiter runtergehen. Nur, das ist ja in manchen Fällen, so wie wir jetzt gesehen haben, ne, oder jetzt in diesem McDonald's-Case oder in dem Öl-Case gerade, ist das ja ein elementarer Fe Trugschluss dieses Verhaltensmuster unseres unterbewussten Denkens wieder und wird eben dazu führen, dass wir nicht die Entscheidung treffen, dann jetzt hier zu investieren. Und deswegen ist es ja im Grunde dann so gefährlich und wir als Investoren müssen
dieses Verhaltensmuster uns dann wieder ins Bewusstsein rufen und uns ja auf andere Faktoren dann konzentrieren, rational, ne? Dass dieses Bild jetzt erstmal keine Aussagekraft hat für die Zukunft. Ich glaube, du hattest ja auch mal vor Jahren, den hast du mir mal gezeigt, mit Aktien mit Kopf auch einen Livestream gemacht, oder eine Podcast-Folge. Und Vor 5 Jahren war das, ja. vor Ja, 5 Jahren, schon lange her, ja. ja, da hast du auch das so ein bisschen den Chart-Technikern oder ich weiß gar nicht, wie man die nennt, den Chart-Analysten oder so, die versuchen ja auch immer Muster dort zu erkennen, ne? Ja. Genau, das ist einfach so, ne, so ein Grundbedürfnis psychologisch, ne, so Muster zu erkennen und zu analysieren. Und ja, das ist im Bereich der Schadtechnik sicherlich ähnlich so, ne, dass wir da halt ja, versuchen, was zu erkennen oder auch so im Alltag. Genau, ja. Und du sagst aber, ohne dich, sagst aber selber, gut, du kennst dich jetzt auch mit Chartanalysen nicht hundertprozentig aus, aber du vermutest, sagen wir es mal, drücken wir es mal vorsichtig aus, du vermutest, dass sie eben sich auch oft aufgrund dieser intuitiven Mustererkennung, die wir haben, sich da auch gelegentlich mal was einbilden quasi. Genau, ich versuche es vorsichtig formulieren immer Ja. im Vorfeld, weil ich gebe das ganz offen zu, ich habe mich nie damit beschäftigt, ist auch überhaupt nicht meine Strategie und auch nicht meine Analysestrategie. Ich schaue mir die Leute, die Sachen, die Aktien in Unternehmen einfach wirklich im Detail an und analysiere das und schaue mir das an, schaue, was die machen. Das ist so meine Vorgehensweise. Und auf andere, alles andere Tools oder Möglichkeiten setze ich halt gar nicht. Ne? Also das ist so Du meine. hast mir aber mal eine Studie erzählt, ne, zu dieser Mustererkennung auch oder ein Beispiel. Wie war denn das, dass man irgendwie eine Zahlenreihenfolge Probanden genannt hat? Und wie war das? Kannst du das nochmal erzählen? Das ist, glaube ich, ganz interessant. Genau, ich versuche es nochmal rekonstruieren. Das ist schon 5 Jahre Ja. her. Auf jeden Fall Ach kriegst so, auch aus dem du hin. Stream war das, Ja, ja. genau. Ist aber Ja. egal. Das kriege ich hin. Ja. Also es wurden einfach wahllos Zahlen genannt und dann wurde immer gesagt, okay, was ist denn die nächste Zahl und so. Und dann sollten die Leute raten, okay, ich nenne jetzt die 3, ne? Und dann kommt die 7 und dann die 12 und du sagst dann, wie geht's weiter, ne? Aber das Ding war, die Leute dachten halt, es gab Muster in dieser Zahlenreihenfolge. Das heißt, die haben dann immer wieder gesagt, ja, dann muss das kommen und das kommen. Das heißt, die haben irgendwelche Zusammenhänge gesehen. Das sagen, ja, es geht 2 Zahlen hoch und dann nochmal 3 runter oder so oder plus oder mal das und das. Dabei gab es gar kein Muster. Und wenn die auch dann das aufgelöst haben, gesagt haben, nein, die Zahlen wurden einfach per Zufallsgenerator erzeugt, ne, da gab es nur, haben die Leute trotzdem drauf bestanden. Ne, das heißt, auch wenn es rationale Argumente gibt, ne, wurde halt trotzdem darauf bestanden, nee, nee, das ist so. Ne? Auch wenn die gesagt haben, sieht man ja jetzt auch, gerade jetzt so in den politischen Diskussionen und gesellschaftspolitischen Diskussionen, dass es teilweise ähnlich ist. Ne? Das heißt, Leute versuchen immer Muster, Zusammenhänge zu sehen. Manchmal sind halt auch einfach gar keine da. Ne? Ja. Ja, Das ist, lustig. ja. Weil das Okay. befriedigt halt unser Grundbedürfnis nach Kohärenz und Zusammenhängigkeit und Sinn und Stimmigkeit. Ne? Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir irgendwo einen Sinn erkennen oder eine Stimmigkeit. Ne? Dabei muss er nicht immer da sein. Hast du dafür ein Beispiel, wo das noch so auftritt im Leben oder so? Ja gut, im Leben würde ich jetzt die Religion noch an, ne, dass man irgendwie, so ein Argument ist ja auch so, ne, die Natur ist so krass konstruiert, der Körper und die Zusammenhänge, ne, und kann auch sein, dass wir das einfach nur sehen wollen, ne, diese Zusammenhänge, weil wir so erforscht haben und so. Aber in Bezug auf Unternehmen würde es halt auch heißen, ich sehe dann halt ein Muster, sage mal, die Aktie geht immer weiter runter, so, oder stürzt halt sehr stark ab, und ich dann daraus schließe, wie die zukünftige Entwicklung ist. Aber wenn ich dann erkenne, hey, das ist McDonald's und es ist unwahrscheinlich, dass die nicht wieder hochkommen und so, weil es einfach ein sehr solides Unternehmen ist, würde ich jetzt behaupten, ne, dann macht es Sinn, eher nochmal nachzuschießen mit Geld, ne, und nachzukaufen, als jetzt alles zu verkaufen. Ne. Ja, cool. Haben wir den nächsten Punkt. Was hast du noch auf deiner goldenen Liste der Was Börsenstrategie? damit schön Achso, zusammenhängt, auch ja. mit Autorität und so, ist sicherlich noch der Herdentrieb. Also, das klingt jetzt, eben hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, Massenpsychologie. Ne, dass wir halt gerne dem folgen, was viele sagen. Ne? Viele machen das, da kann ich ja nicht falsch liegen, wenn das viele machen. Ne? Und das ist ja häufig so verbreitet, ne? Dass wir dann irgendwie der Masse folgen und sagen, Mensch, alle machen das. Damals die gehypte Telekom-Aktie, erinnert sich der eine oder andere vielleicht schmerzlich auch dran. Ne? Ne? Und immer wieder war das halt so. Bei Wirecard war es teilweise ähnlich. Oder jetzt bei BioNTech oder so, ne? Wo sagt, ja, Impfstoff und Pfizer entwickelt. Und jetzt geht die Aktie ab und alle drauf, ne?
Nee, du bist zu spät. Ne? Jetzt würde ich nicht mehr da drauf gehen. Und, ne? Und das ist auch so ein typisches Beispiel, dass wir uns gerne an den anderen orientieren, an der Masse. Und das ist im Bereich der Börse meistens die schlechteste Idee. Ne? Ich habe dazu gelesen, also Social Proof fällt ja auch darunter, ne? Soziale Bewährtheit quasi. Und dahinter steckt auch, dass wir Menschen, wenn wir ein Informationsdefizit bei einer Entscheidung haben, vermuten, dass andere, die die Entscheidung jetzt schon getroffen haben, einen höheren Informationsstand gehabt haben. Ja. Das heißt, wenn andere das jetzt gemacht haben und wir sind uns jetzt unsicher, sollen wir jetzt dieses Unternehmen kaufen oder nicht? Und jetzt kaufen ganz viele andere, dann vermute ich intuitiv, naja, also die werden schon, die werden quasi mehr Wissen in ihrer Entscheidung gehabt haben als ich gerade. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ja. Und das sollte uns dann wieder, glaube ich, bewusst werden, wenn wir in so einer Situation jetzt meinetwegen als Investor stecken, dass wir das eben ganz stark trennen und nicht immer vermuten, dass andere immer bessere Informationen haben als wir, weil das haben sie sehr wahrscheinlich nicht in der breiten Masse gesehen. Ja. Und dann lieber uns zu überlegen, wie können wir noch an weitere Informationen rational gelangen, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen? Ja, auch das individuell zu prüfen. Ne? Ich hatte letztens noch mit Bekannten das ne, Diskussion, wo viele auch Samsung-Aktien verkauft haben, daraus sagt ja, der Handymarkt ist am Ende. Ich sagte, informiert euch doch mal. Ne? Samsung macht 80% ihres Umsatzes mit Haushaltsgeräten, nicht mit Handys oder mit Fernsehern. Ne? Das sind einfach so Informationen, die dann manchen Leuten fehlen. Aber wir glauben dann meistens, alle anderen hätten halt Top-Informationen, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Dass wir denken, die sind da irgendwie besser oder besser informiert. Ne? Und manchmal brauchen wir auch diese Heuristik, dass wir uns an anderen orientieren. Aber in vielen Fällen macht es halt auch Sinn, nochmal selber zu prüfen und zu schauen, passt das auch zu meiner Strategie? Also im Bereich Börse bin ich immer ein Fan davon, selber eine Strategie zu entwickeln, die zum Leben passt, zu dem, was man vorhat, zu den Werten, ne, wenn es einem wichtig ist, und da sich daran zu orientieren, weil dann kannst du ja auch so nicht mehr so viel falsch machen, ne? Also zumindest nicht mehr so viele dumme Entscheidungen treffen. Ne? Ja, cool. Ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir jetzt hier sind, wie viel wir schon gemacht haben, aber schieß mal mit dem Los Ich guck noch weiter. mal, ich guck noch mal Ja. das beliebte Framing. Das ist ja auch Ah. ein Thema, da können wir bis morgen früh drüber sprechen, über Framing. Das ist so ein umfassendes Thema, also Framing, weil alles irgendwie in einem Rahmen ist. Und ja, und es war so, dass Unternehmen in einem bestimmten Rahmen halt wahrgenommen werden. Nehmen wir mal Volkswagen als Beispiel. Ne? Durch den VW-Skandal ist es bei vielen in den Rahmen gekommen, so. Okay, ne, das muss vorsichtig sein, am besten raus, ne, und so weiter. Oder McDonald's mit dem BSE-Skandal, jetzt ist auch in einen bestimmten Rahmen gepackt worden. Oder auch Leute, die dann zum Beispiel auch was empfehlen. Also wir nehmen ja Sachen immer wieder in einem bestimmten Rahmen wahr, ein bestimmtes Unternehmen, und der kann sich halt verändern. Ne? Und Framing ist halt sowohl im Marketing, Vertrieb als auch in der Börse, finde ich, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. In was für einen Rahmen nehme ich das Unternehmen wahr? Da habe ich selber auch schon viele Fehler gemacht, wo ich dann dachte, okay, das Unternehmen finde ich cool und ich gehe lieber in Coca-Cola als in andere Sachen, weil ich mag selber Coca-Cola. Nachhinein war das jetzt nicht so schlimm, aber komplett irrational, ne? Weil der Frame war so, oh, lecker Cola, Mensch, da kaufe ich mal Aktien von. Das ist irrational. In dem Fall war es jetzt nicht schädlich, aber da kann man natürlich auch falsche Entscheidungen treffen, wenn ich das in einem falschen Rahmen wahrnehme. Ne? Ich glaube, Coca-Cola, da gab es auch mal so eine, ich weiß gar nicht, ob du die kennst oder vielleicht kenne ich sie sogar aus deinem Podcast. Matthias macht über, für die, die es nicht kennen, einen sehr, sehr guten Podcast zum Thema Verkaufspsychologie. Und da erklärst du ja auch immer wieder die einzelnen Dinge und Framing ist, ich bin ja selber quasi im Vertrieb und Framing ist einer der stärksten Dinge, die man auch dort einsetzen kann. Nur da, ich glaube, ich habe von einer Studie gelesen, weil du gerade Coca-Cola und auch Framing ansprichst, wo man Menschen und eine Studie durchgeführt hat mit Menschen und denen Coca-Cola und Pepsi hingestellt Ja, hat. was habe ich letztens im Podcast drüber gesprochen? Ach Ja, so, ja. genau. Ey, da erzähl doch nochmal, weil das find ich auch saulustig. Ja, da hat man einfach gesagt, ne, was schmeckt dir besser? Und wenn die Leute bewusst entscheiden, dann sagen sie meistens Cola. Wenn man Blindverkostung macht, und ich habe das selber mal ausprobiert, ich finde es auch spannend, so privat so Experimente mal durchzuführen, so hinstellt, dann ist es so, dass in 80% der Fällen die Leute Pepsi bevorzugen vom Geschmack her, ne, weil es süßer ist, das spricht die Leute eher an, Pepsi. Aber bewusst sagen die meisten, ja, Coca-Cola. Ne? Coca-Cola ist besser, wenn man so fragt. Ne? Das liegt aber auch ganz stark am Marketing und wie wir
wie Coca-Cola geframed ist, ne? Mit dem Weihnachtsmann, mit der Werbung, ne? Die wir auch seit Jahren halt mitbekommen oder seit Jahrzehnten, ne? Seit der Kindheit und so. Und natürlich mit der Kombi mit McDonald's und so weiter, was ja auch strategisch damals ein sehr guter Schachzug war, ne? Und sag mal, Framing jetzt nochmal in Bezug auf die Börse. Du hattest gesagt, okay, dieses gewisse Unternehmensframes, also dass man quasi dazu tendiert, auch Unternehmen eher zu kaufen, die man selber positiv findet, konsumiert. Das ist dann der Das ist dann der Top. Frame, in dem ich es wahrnehme. Ne? Also in Kombi zum Beispiel mit dem Home Bias, den wahrscheinlich jeder hier kennt. Ansonsten nochmal eine kleine Erinnerung daran, ne? Dass wir halt gerne vertraute Sachen kaufen oder, ne, sagen wir mal Home Bias, dass ich eher in Deutschland deutsche Unternehmen kaufe, weil ich sage, das kenne ich. Die sind ja auch bestimmten Rahmen. Ne? Wir kennen dann bestimmte Unternehmen. Ich wohne ja hier in Köln, ich fahre jeden Tag am Bayerkreuz vorbei oder so in Leverkusen. Ne? Das ist quasi eingetrichtert worden. Wir kennen bestimmte Unternehmen und die sind dann halt für uns in einem bestimmten Rahmen und wirken dadurch vertrauter und deswegen kaufen wir sie, ne? Und denken halt, Mensch, da habe ich eine gewisse Sympathie. Das ist aber oft auch ein Denkfehler, ne? Weil wir sie einfach nur in unserem, durch unsere Brille wahrnehmen, durch unseren Rahmen wahrnehmen. Aber das muss ja nicht unbedingt deswegen gut sein, ne? Ja, hast du Bayer-Aktien? Nee. Ich wollte nur wissen, ob das so hart bei dir gewirkt hat, dass du dann halt quasi daraufhin. Ich hab fast gar keine deutschen Aktien. Ach so, Also, okay. ja. Also du bist nicht dem Home Bias verfallen. Aber ich habe das gemerkt, deswegen wollte ich es auch nochmal mit aufnehmen, den Home Bias, weil als ich an der Börse angefangen habe, ich habe halt auch nur deutsche Aktien gekauft. Ne? Also das ist halt, ne? Also du wagst dich quasi an etwas ran, was für dich noch ungewohnt ist, wo du vielleicht unsicher bist, und dann bedienst du dich des vielleicht Sicheren, ja, des vermeintlich Sicheren, obwohl es ja vielleicht nicht oder sehr wahrscheinlich rational nicht die beste Entscheidung ist, jetzt eine Daimler-Aktie zu kaufen, nur weil du, weiß was ich, weil du schon mal Mercedes gefahren bist, Du ja. musst halt aufpassen, da ist natürlich schon was dran. Ne? Also der DAX, wenn man die letzten Jahre anschaut, ne, kann man ja nur beglückwünschen. Ne? Es ist ja nicht so, dass es hier total schlecht läuft oder so. Ne? Aber es kann halt dazu führen, dass man vielleicht bestimmte Chancen, also immer wie bei FOMO verpassen, ne, vom amerikanischen Raum oder auch asiatischer Raum, ne, mit Indien, China, bestimmte Entwicklungen halt nicht mitbekommt, ne, und dem zu sehr vertraut. Ne? Also ich kenne auch persönlich viele, die gesagt haben, ah, Wirecard, ne, Deutschland, super, ne, deutsche Qualität, ne? Ja, oder halt nicht, ne? Muss man halt mal schauen, ne? Ja. Ja. Ja, und wie kann man gegen diesen Home Bias quasi gegensteuern? Ich glaube, ich meine, was ja schon normal ist, dass ich habe jetzt letztens ein Buch vorgestellt aus Indien, oder nicht aus Indien, das Buch, ein Buch über Indien, ja, wo es über den indischen Markt ging, und daraufhin habe ich dann entschieden, gut, in Indien will ich einsteigen. Ich glaube, du kannst in Indien gar keine Einzelaktien jetzt als Deutscher hier kaufen. Aber hätte ich auch nicht gemacht, weil ich kenne mich da viel zu wenig aus, auch mit den Unternehmen. Ja, ich kann die Situation des Unternehmens, was dort in Indien jetzt ist, viel zu schwer nachvollziehen. Und in so einen Fällen greife ich dann gerne auf einen ETF, ja, der das Gesamte dann abdeckt, ja, und der dann automatisch nachjustiert und Unternehmen rauspackt und reinpackt, und ich dann einfach in die 30, in die 50, in die 100 größten Unternehmen des Landes investiere. Und ich glaube, das macht es einfacher, eben diesen Home oder sein Depot dann auch internationaler aufzustellen. Ja, muss man natürlich schauen, weil beim ETF ist ja auch teilweise, je nachdem, wie der aufgebaut ist, ist ja auch manchmal die Gewichtung ein bisschen problematisch. Ne? In China ist, glaube ich, auch so den üblichen Standard. China-ETFs sind halt sehr dominiert mit Banken und so weiter. Und da muss man halt so ein bisschen, natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Ob es wirklich halt schön verteilt ist und so. Ne? Aber ich finde es auch, wie du schon sagtest, sich über das Land zu informieren, ne, zu schauen, was ist dort sinnvoll, welche Branchen sind da im Wachstum, macht absolut Sinn. Ne? Genau. Aber es ist natürlich so, das hat auch gerade jemand im Chat geschrieben, wir kennen natürlich einfach, es ist halt leichter, sich hier zu informieren. Wir kennen die Produkte, ne? Also wir kennen jetzt BMW, wir kennen Daimler und so weiter, Bayer auch. Aber das Problem ist halt, im Prinzip ist Deutschland ja von den Einwohnerzahlen und so relativ unbedeutend. Na, also wenn man das vergleicht mit Einwohnerzahlen in China, in Indien oder so, sind es lächerlich wenig.
Und das wird halt oft unterschätzt, ne? Dass Leute halt auch sagen, ja, aber hier und alle kaufen das. Ich habe letztens auch wieder so viele Leute gesehen, die kaufen das auch. Ich so, ja, ne, da sind wir bei der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik, auch ein Denkfehler, dass wir halt denken, okay, das ist verfügbar in der Nähe, das kenne ich, muss aber nicht bedeuten für die ganze Welt. Ne? Also habe letztens eine Doku gesehen über Eskimos und dann hat die Eskimo-Mutter halt eine Dose rausgepackt mit einer Creme und da stand Johnson & Johnson drauf und ich wusste, ja, du hast alles richtig gemacht, ne? Also irgendwie die Eskimos oder irgendwo im tiefsten Russland, ne? Die haben halt auch, ne? Dieses typische Produkt, was halt die meisten Menschen auch brauchen, ne? Von Johnson & Johnson. Und du merkst halt, okay, das wird halt überall gebraucht. Und der indische Markt, der chinesische Markt sind ja noch gar nicht so gesättigt, ne? Jetzt hast du vielleicht mal ein kurzer Ausritt. Jetzt hast du gesagt, du bist auch sehr viel in Asien investiert. Warum? Also nicht sehr Asien, also überwiegend China, ein Okay. paar, aber Einzelaktien, genau, weil ich da ein großes Wachstumspotenzial sehe. Also habe mir die Unternehmen angeschaut, ne, und sehe da halt ein großes Wachstumspotenzial von der Wirtschaft. Jetzt auch Corona haben die natürlich auch jetzt durch die schnellen Maßnahmen, durch die schnellen rabiaten Maßnahmen und natürlich muss man auch offenerweise sagen, durch das starke Überwachungssystem massiv natürlich von profitiert. Die sind jetzt gut wieder im Wachstum. Und deswegen habe ich dann auch, ja, auch mit investiert. So. Aber ansonsten sieht meine Strategie schon was anders aus. Aber primär, ja. Ja, wir kommen ja noch mal zum Ende jetzt auch noch zu deiner Börsenstrategie. Da bin ich auch gespannt. Die kenne ich auch noch nicht. Du hast gerade die Verfügbarkeitsheuristik angesprochen. Kannst du die noch mal erklären? Die habe ich nicht ganz Gerne. verstanden. Das ist mein Lieblingsdenkfehler. Wir Okay. greifen immer im Kopf auf das verfügbar, was wir ja gerade im Bewusstsein haben. Na, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was meinst du, wie entwickelt sich so die Scheidungsrate? So, sorry. Geht's Oh, jetzt wieder? jetzt bist du ja da, ja. Ja, So, jetzt geht's sorry. wieder. Prima. Ne, wenn ich jetzt frage, hey, wie entwickelt sich die Scheidungsrate, was meinst du? Greifen wir halt auf das, was verfügbar ist, zurück im Gehirn. Das heißt, wenn ich im Umkreis, im Bekanntenkreis viele habe, die sich scheiden lassen, werde ich diese Quote massiv überschätzen. Ne? Oder du kennst das ja vom typischen Ankereffekt. Ne? Man ankert eine bestimmte hohe Zahl im Kopf und sagt hier, der Film geht 120 Minuten. Du hast verfügbar im Kopf die 120. Und dann sage ich dir, hey, der Film kostet 29 Euro. Wirken die 29 Euro halt viel geringer, ne? Als man sonst wahrgenommen hat, weil ich vorher bei dir die 120 verankert habe in deinem Kopf. Ne? Das ist ja klassisch Möglichkeit, um den Preisschmerz zu reduzieren in Online-Shops oder so. Und genau, das ist das Spannende. Das heißt, wir greifen immer auf das zurück, was uns gerade verfügbar ist, über unsere aktuellen Erfahrungen. Wenn jetzt in der Zeitung steht, Mensch, Kriminalität steigt hier bei uns hier in Köln beispielsweise, ne, und dann jemand fragt, hey, wie sieht's aus, ne, oder du siehst irgendwelche bedrohlichen Leute auf der Straße, ne, durch die Informationen wirst du sofort die Gefahr überschätzen. Verstanden, okay. Ja, zum Thema Ankereffekt hat auch der Kahneman, glaube ich, beschreibt es auch in seinem Buch. Das erwähne ich gerne, das Beispiel. Er hat auch so eine Studie gemacht und dann hat er ein Glücksrad aufgebaut und dieses Glücksrad hat er fingiert. Also entweder kam die Zahl 10 raus oder die Zahl 64 oder 65, ist auch egal. Und danach hat er die Leute gesagt, gut, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine 10 gedreht. Aber mal was ganz anderes. Wie hoch schätzen Sie denn den prozentualen Anteil afrikanischer Länder in der UNO? Und das hat er eben die Leute gefragt, die vorher eine 10 gedreht hatten und danach die Leute eben auch, die eine 65 gedreht hatten. Und die Leute, die eine 10 gedreht hatten, haben im Durchschnitt 25% geschätzt. Und die Leute, die eine 65 gedreht hatten, haben im Durchschnitt 45% geschätzt. Ja. Und damit konnte er eben zeigen, dass wir nicht nur geankert werden können mit thematisch in Bezug stehenden Zahlen, also Preise mit Preise zu ankern, sondern wir können auch geankert werden mit thematisch völlig aus dem Zusammenhang los Zahlen quasi dafür verwenden. Also wenn ich dir erzähle, Cristiano Ronaldo ist für 120 Millionen zu Juventus Turin gewechselt und dann erzähle ich dir meinen Tagessatz, dann wird dir mein Tagessatz sehr gering vorkommen. Definitiv. Ja. Ja. Ja, einfach mit irgendwelchen Zahlen. Ne? Also das kann man halt auch online. Also wir nutzen das auch in Online-Shops, ihr sicherlich ja auch, oder auch im Vertrieb natürlich, ne? Mit diesen subtilen Anker. Finde ich besser, als immer diesen Schnäppchen-Frame zu machen, zu sagen, hier sonst 59 Euro, jetzt nur 39 und so. Funktioniert auch, ne? Aber das andere ist nochmal viel, viel subtiler, genau.
Aber auch der Ankereffekt, auch im Bereich Börse, Börsenpsychologie, sehr relevant, ne? Dass man sich da nicht ankern lässt, dass man schaut, was ist gerade verfügbar und da vernünftig vorgeht. Ja. Ich glaube, an der Börse ist der Ankereffekt auch ganz stark, wenn du halt auch der Punkt immer mit diesem, was ich erzählt hatte, ich habe alle meine Verkäufe waren im Grunde Mist, die ich in meinem Leben getätigt habe. Und stell dir vor, ich habe eine Aktie für 100 gekauft, Tesla, habe sie dann für 200 verkauft, weil ich irgendwas gelesen habe, jetzt wird's hier krachen und die Tesla geht unter und ist pleite, ja. Und jetzt nehme ich mir vor, wieder in die Aktie einzusteigen, aber ich habe keine klare Regel, sagen wir mal, ich setze mir keine klare Regel dafür. Und jetzt geht die Aktie meinetwegen sogar wieder runter, also so wie ich prognostiziert habe, und sie ist bei 100, 160. Und jetzt wird es mir aber enorm schwerfallen zu kaufen, weil ich immer noch bei der 100 geankert bin. Ja, ja. Ich habe ja Tesla schon mal für 100 gekauft, da ist mein Anker. Und jetzt fällt es mir enorm schwer, für 160 jetzt wieder zu kaufen. Und somit habe ich nie wieder den Einstieg quasi gefunden. Und heute sind sie umgerechnet bei 2000, wenn du den Aktiensplit da mal rausrechnest. Ja, und das zeigt ganz gut, finde ich, an der Börse zum Beispiel, an diesen Anker, den wir da setzen. Ja. Das ist auch da relevant. Ja. Ja, was hast du noch auf der Liste? Was habe ich da noch? Herdentrieb, irgendeine Autorität. Ja, auf jeden Fall noch der Klassiker, der Halo-Effekt. Ne? Sicherlich auch viele schon gehört. Oft wird er einfacher wiedergegeben, als er wissenschaftlich gemeint ist. Es gibt True Halo, es gibt False Halo. Es ist nochmal differenzierter. Aber einfach gesagt, dass wir ein Merkmal sehr stark übergewichten. Ne? Das ist wie so ein Halo, wie so der Strahl. Ganz oft passiert das bei Attraktivität, dass man denkt, okay, attraktive Person, das heißt gleich intelligent. Das ist so der Klassiker beim Halo-Effekt. Oder irgendwelche Merkmale, sagen wir, jemand hat ein Piercing oder so oder irgendwo ein Tattoo und dann wird sofort irgendwelche anderen Eigenschaften dem hinzugefügt. Bei der Börse ist ganz oft so, dass man ein Merkmal rausgreift und das besonders stark gewichtet. Nehmen wir mal das KGV oder so, dass man sagt, okay, das KGV ist sehr gut vom Wert her, das passt, okay, ich investiere. Dabei berücksichtige ich vielleicht gar keine anderen Sachen zum Thema Marktsituation oder sonst was. Ne? Bei Produkten ist ja auch so, wir sehen dann ein Produkt und ein Merkmal überstrahlt alles, dass ich sage, boah, der Staubsauger ist besonders leise, ist mir irgendwie wichtig, wenn der hier rumfährt oder so. Und dabei sehe ich vielleicht nicht, dass er dreimal so viel kostet als andere oder so. Oder halt, weiß nicht, weniger Garantie hat als andere oder sonst was. Und das ist der Halo-Effekt auch eigentlich fast in jeder Situation des Alltags relevant, dass wir immer ein Merkmal haben, was besonders stark überstrahlt. Und es gibt halt einen wahren Zusammenhang auch, das ist True Halo. Und es gibt False Halo, das heißt, ich habe irgendwie einen Zusammenhang, der eigentlich gar nicht da ist oder so. Ne? Weil es gibt ja auch Eigenschaften, jetzt im Bereich Persönlichkeitspsychologie, die wirklich zusammenhängen. Ne? Zum Beispiel Noten und Studienerfolg oder sowas. Ja. Ja, spannend. Und an der Börse ist es quasi so, sagst du, dass sich manche Menschen dann auf ein Merkmal eben so enorm stürzen, weil sie zum Beispiel einen Grund suchen, die Aktie zu kaufen oder verkaufen. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Aber auch meistens nicht bewusst, nicht so, dass du hingehst und sagst, ah, der Wert ist schlecht, deswegen weg damit, ne? Sondern es verzerrt einfach unsere Wahrnehmung. Ne? Wie wir etwas wahrnehmen, wird dadurch verzerrt. Ja, und die Beurteilung wird verzerrt, egal ob es um Kaufen geht oder Verkaufen oder generell Beurteilung von Sachen, dass wir eine Sache stark gewichten. Das ist bei der Börse, das ist bei der Partnerwahl fällt das ganz oft, bei der Berufswahl, also ne, Jobwahl, das kann immer wieder sein, dass wir eine Sache besonders stark gewichten, die vielleicht auch relativ irrational ist. Ne? Ja. Ja, das ist der Halo-Effekt. Und da fallen wir oft drauf rein auch, ne? Also der Halo-Effekt, dass wir uns ganz oft durch den Strahl blenden lassen, auch von Menschen. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Experten- oder Autoritätsheuristik, ne? Wie du eben sagtest, ne? Da hat ein Ferrari, also muss der wissen, wo es lang geht und so. Muss nicht unbedingt sein. Ne? Ja, okay. Ja, was hast du noch? Habe ich noch was auf der Liste? Ja, mehr Exposure-Effekt. Auch nochmal relativ spannend, auch im Bereich der Verkaufspsychologie natürlich, auch im Bereich der Politik. Das heißt, wenn wir Sachen ganz oft hören, nehmen wir es als vertrauter wahr. Also bestimmte Botschaften immer wieder hören, dass das Unternehmen ist super und das wird performen und Mensch, das, dem gehört die Zukunft dem Unternehmen. Wenn ich das nur oft gesagt sage, wenn ich es oft genug höre, nehmen die Leute das als vertrauter wahr und glauben dem eher.
Deswegen funktionieren halt auch so einfache politische Botschaften ganz gut. Also so, ich finde, Trump ist so der Meister des Merkel-Sposa-Effekts, der auch bestimmte Botschaften seit Jahren immer, immer wiederholt, ne, bis es halt immer mehr Leute glauben. Wir kennen das alle aus der Seitenbacher-Werbung. Ne? Ich will es jetzt nicht vormachen, ne? Aber ne, diese typische Seitenbacher-Werbung, ne? Müsli von Seitenbacher, Seitenbacher Müsli, wo der Seitenbacher-Gründer halt auch gehört hat von diesem Effekt und gesagt, okay, ich muss einfach nur Sachen mehrfach wiederholen und dann kaufen sie Leute. Was ist passiert? Die meisten verbinden Müsli halt sofort mit Seitenbacher in unserer Gesellschaft. Also hat funktioniert, auch wenn die Werbung nervt. Ich finde ja das von McDonald's, ja, was haben Sie? I'm loving it oder so? Ja, ich Ich liebe es, ja. meine, wer liebt, also keine Ahnung, in der heutigen Welt, ja, wo ich verstehe es immer nicht, ja, wie man bei McDonald's auf dem Burger isst, weil es gibt so viele gute, also ich komme aus Berlin, hier gibt es an jeder Ecke einen Burgerladen, der sein eigenes Fleisch macht und hier schieß mich tot, eigene Soßen, alles frisch, ja, mit Trüffel und welche Kreation auch immer. Man Und ich kann finde ja es Anteile so. des Unternehmens kaufen, das ist sicherlich nicht schlecht, aber man sollte nicht. Aber da essen ist eine andere Sache. Ja, genau, ne? Und aber auch, ne, das ist dann auch dieser Effekt. Sie sagen einfach oft genug, okay, man liebt McDonald's, ja, und irgendwann glauben wir jetzt unterbewusst, Genau, oder wie? früher war der Slogan das etwas andere Restaurant, ne? So, ich glaube in den 80ern oder so. Okay. Oder Nico schreibt ja gerade, ne? Just do it, ne? Von Nike oder so. Ne? Also, ja, die Slogans sind so ein typisches Beispiel dafür. Ne? Und in Bezug auf Börse heißt es einfach, dass wir auch bestimmte Slogans oder auch bestimmte Empfehlungen immer wieder gehört haben. Ne? Also im Prinzip merken wir so ein bisschen, dass viele Sachen, die wir jetzt auch heute schon besprochen haben, von den Effekten sehr stark auch natürlich zusammenhängen. Ne? Ja. Okay, cool. Ja, hast du noch was? Habe ich noch was? Nee, die Liste ist abgearbeitet. Ja. Okay, Ja, ja, was wir halt cool. schon Ja, das machen, ist dass wir dann. halt gern noch die so Rückschaufehler, also Menschen sind Meister darin, die Vergangenheit positiver anzusehen, als sie sind. Es sei denn, jemand ist, sagen wir, irgendwas Schlimmes passiert in der Vergangenheit. Aber gerne sehen wir das, färben wir das nochmal ein und erinnern uns auch falsch. Also Menschen können sich grundsätzlich relativ schlecht erinnern. Ne? Also oft denken wir, ja, das war so und so. Ne? Gerade bei Zeugenaussagen ist das ganz extreme. Ne? Boah, das war so und so und da war auf jeden Fall ein rotes Auto und so, war es aber nicht. Also wir verzerren unsere Erinnerung sehr stark und da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, auch bezüglich Unternehmen, dass wir Unternehmen irgendwie auf, nur weil die in der Vergangenheit da sehr erfolgreich waren, muss es halt nicht so bleiben. Ne? Also es gab ja jetzt genug Beispiele für Unternehmen, wo man nie gedacht hätte, dass es da irgendwie Probleme gibt. Ne? Also wer hätte gedacht, dass irgendwie so eine WestLB pleite geht, Air Berlin, okay, da kann man drüber diskutieren, aber bei vielen ist es wirklich spannend. Ne? Rückschaufehler, okay. Und wie wird der erklärt, woran liegt? Also das ist vielleicht ein Schutzreflex für das menschliche Gehirn, dass man diese Vergangenheit so ein bisschen, oder warum ist das Ja, so? dass wir für zukünftige Entscheidungen ein vernünftiges Fundament haben, dass ich sage, hey, es hat ja schon immer gut funktioniert. Bei uns in Köln sagt man immer, es hätte noch immer gut gegangen, hat schon irgendwie geklappt und dann mache ich weiter. Das heißt, ich weiß halt in der Vergangenheit, hey, das bin ich gut mit gefahren und so weiter, also mache ich weiter. Besser wäre, wenn wir jetzt so ein bisschen so Erfolgspsychologie anschauen, wäre es halt sinnvoller, durch die klare Brille drauf zu gucken und knallhart und gnadenlos ehrlich zu analysieren. Wo war es doch nicht so gut und wo gab es vielleicht doch die einen oder anderen dunklen Flecken? Ne? Dann kann man sich natürlich weiterentwickeln und sagen, ne, du könntest ja jetzt auch sagen, mit den Fehlern, die du da gemacht hast im Bereich der Börse oder ich halt auch, ne, zu sagen, ah ja, doch, das war gut und ne, das passt schon, ist halt so. Ne? Oder anstatt zu sagen, ey, da hast du Mist gebaut, da hast du die und die psychologischen Denkfehler begeben. Jetzt gucke ich, dass ich in der Zukunft besser aufgestellt bin, ne? Oder besser darauf achte. Ne? Ich finde noch ein Effekt finde ich noch sehr, sehr wichtig, ist der Sunk-Cost-Effekt, Prinzip der versunkenen Kosten. Vielleicht mal zur Erklärung, was dahinter steckt. Da steckt hinter, dass wir Menschen bei Entscheidungen nahezu immer die bereits investierten Kosten, die bereits investierte Zeit, den bereits investierten Aufwand mit in die Folgeentscheidung tragen. Also Beispiel, du willst dein Auto verkaufen und ich würde dich anrufen, sag Matthias, Inserat ist super. Aber kannst du noch mal unterm Auto so ein Unterbodenvideo machen? Das ist mir immer besonders wichtig.
Du gehst runter zu deinem Auto in deinem Sakko, jetzt krabbelst du unter deinem Auto, dein Sakko ist voller Öl, ja, kannst du wegschmeißen, sunk costs gehen hoch, schickst mir das Video und ich sage, oh, lass nochmal eine Probefahrt machen und wir machen eine Probefahrt. Du, Matthias, musst aber auch nochmal Autobahn fahren, dann fahren wir Autobahn, 8 Stunden investierst du in mich als potenziellen Kunden und dann sage ich zu dir, hier ist gutes Auto, aber ich habe halt nur 85% deiner Kaufvorstellung und jetzt geht in deinem Gehirn eben dann auch vor, okay, jetzt habe ich das investiert, das hier, Sakko ist im Arsch und so weiter. Und jetzt wirst du eher mir die 15% Rabatt geben, als wenn ich dich gleich am Telefon gefragt hätte, ne? Und auf die Börse bezogen, sehen wir das enorm, dass wir, wenn wir eine Aktie kaufen und wir haben Gründe für diesen Kauf und jetzt geht, weiß ich nicht, der Kurs ist ein halbes Jahr später 20% tiefer als unser Einstiegskurs. Und wir sehen da eben 20% Minus im Depot. Und jetzt müssen wir total bei unserer Entscheidung, ob wir diese Aktie halten, unsere Sunk Costs ausblenden, weil intuitiv beeinflussen diese minus 20% unsere Folgeentscheidung, also die Entscheidung, ob wir jetzt quasi verkaufen, dieses Unternehmen halten, oder weiter nachkaufen, ja. Und das dürfen Sie aber nicht. Das Einzige, was unsere Entscheidung beeinflussen sollte, sind eben die rationalen Argumente, ob wir daran glauben, dass das wieder steigt und so weiter, ne? Und das finde ich auch nochmal Ja, das einen ist wichtigen schon. Effekt. Ja. Ja. Das Ding Dann ist kam halt, ne, die, wir haben. ja. Sorry, genau, auch wenn wir die Effekte kennen, ich kann auch sehr das Kahneman-Buch empfehlen. Es ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Menschen. Also absolute Pflichtlektüre. Aber auch selbst wenn man die alle kennt im Detail, ne, es ist halt trotzdem so, dass wir immer wieder quasi drauf reinfallen oder sie nutzen. Ne? Das ist total normal. Aber wenn man sich in manchen Situationen nochmal bewusster das anschaut und bewusster nochmal innehält, kurz sagt, stopp, ne, stopp, Matthias, macht das jetzt wirklich Sinn? Welcher Trigger wirkt hier? Was für einen Denkfehler begehst du vielleicht gerade? Das ist so wichtig. Also gerade auch in der Krise, wenn eine Krise kommt, nochmal durchzuatmen, ne? Vielleicht mal nicht ins Depot zu schauen, nochmal, ne? Vielleicht gerade dann nochmal so ein Kahneman-Buch sich reinzuziehen oder diese Aufzeichnung hier vom Stream nochmal zu reflektieren und wirklich nochmal zu schauen, ist das jetzt sinnvoll, was ich mache oder nicht? Klar, ist mal leichter gesagt als getan, ne? Aber selbst wenn wir die auswendig kennen, wir haben ja allein beruflich jeden Tag mit diesen Sachen auch zu tun. Es ist trotzdem natürlich so, dass da niemand komplett vorgeschützt ist. Ne? Aber wenn man ein bisschen bewusster rangeht und nicht sofort entscheidet, nicht sofort handelt, ne, ist das eine gute Sache. Ja. Ja, du hast hier gesagt, Kahneman Pflichtlektüre, ne? Guck mal, was das für ein dickes Ding ist. Ich Kann habe man sich schon auch als oft, Hörbuch kaufen, für die, die keine Lust haben zu lesen. nee, ich hab schon oft empfohlen, also ich kann den Tipp geben, weil viele verlieren so ein bisschen die Lust, habe ich festgestellt, nach so den ersten, ich glaube, 60, 70 Seiten, weil der hat so eine, ja, eine ziemlich lange Einleitung. Also der Teil 1 ist recht lang und im Teil 1 geht es im Kern darum, dass wir in zwei Systemen denken, und vielleicht dann mal in den Teil 2 switchen. Und da hat er nämlich hier die Heuristiken, Ja. das, was wir heute auch besprochen haben. Und das finde ich sehr gut bei ihm drin. Diese andere Aussage, das kann man sich hier, wie ich es am Anfang erklärt habe, oder in so ein Blinkes kurz, das reicht, finde ich, in der. Weil ich habe es oft erlebt, dass Menschen die Lust an diesem Buch verlieren, obwohl es dann richtig gut wird, wie ich finde. Ja, wobei dann reicht natürlich auch der Wikipedia-Artikel. Ne? Es gibt da einen Wikipedia-Artikel über Heuristiken, wo ich glaube 400, 500 Stück drin sind, ne? Mit Beispielen. Also das ist auch da eine, also auf Basis von Kahneman. Ne? Aber lohnt sich damit weiter zu beschäftigen, auch wenn, wie gesagt, es so ist, dass in den Situationen man es immer wieder nochmal bewusst reflektieren muss, ne? Und schauen muss. Ne? Da fällt mir nochmal spontan die Frage ein. Ich bin ja so eine Leseratte, so zu diesem Thema Psychologie. Was sind denn da so deine Top 3 Must-Reads, die du jetzt empfehlen würdest, jemand, der dich fragt? Ja, also auf jeden Fall natürlich der Kahneman auf jeden Okay. Fall. Dann sicherlich gerade in Bezug auf das Thema, aber auch andere Themen, Massenpsychologie auf jeden Fall, das Buch und auf jeden Fall das Influence-Buch von Cialdini. Ah ja, Genau, das also Influence auf Cialdini, genau. ist Psychologie der Massen oder so, ne, Ja, genau, heißt es, Psychologie kann der sein? Massen. Ja. Da sind auch so quasi auch zeitlose Sachen drin, Prinzipien.
Ah, okay. Genau, ja. Ich habe es nämlich hier noch nicht gelesen. Ne? Da muss ich da echt mal ran, wenn du das ja auch sagst. Das steht aber schon ewig hier. Ich habe es Gerade in der aktuellen irgendwie. Zeit, es ist eine gute Lektüre, also immer ist eine gute Lektüre, und kann man auch auf alle möglichen Bereiche so auch des Lebens wiederum beziehen. Ja, Cialdini sowieso ist ein absoluter Klassiker, auch wenn viele Trigger je nach Zielgruppe nicht so gut funktionieren, wie es dann dargestellt wird, muss man auch immer testen, ne? Wissen wir Ja. beide ja. Aber das wären so eigentlich sehr gute Literatur. Es gibt natürlich die ganzen Fachbücher auch, ne, von Springer oder so, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, die sind auch alle empfehlenswert. Es sind halt eher Lehrbücher. Aber ich finde, im Bereich der Psychologie kann man das noch gut verstehen, also von den Sachen. Also diese typischen Lehrbücher oder so. Ja. Wie heißt das letzte Buch? Cialdini, Robert Cialdini, glaube ich, ne? Genau. Cialdini, ja, Ja. und Influence. oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, überzeugen oder so, nee, Ja, irgendwie so Menschen irgendwie sowas. überzeugen, ja. Ja, Menschen das finde ich, überzeugen. also Cialdini fand ich auch sehr gut, also es ist schon einfach auch zu lesen. Der Kahnemann ist halt echt nicht so einfach. Also, das ist keine gute Nachtlektüre, mal eben so bei 30% Prozessorleistung in der Birne, ja. Da ist er nichts. Deswegen sollte man besser morgens lesen. Also ich habe immer Ja. morgens meinen Leseblock, um dann Ja. gut und frisch in den Tag zu starten. Ja, Ja. okay. Ja, eine Frage will ich noch mit aufnehmen, die ich hier gerade gelesen hatte. Gut, Oh, jetzt haben sorry. wir mal ein paar Verhaltensmuster vorgestellt. Wenn ich mir jetzt der Verhaltensmuster bewusst bin, wie kann ich denn jetzt darauf Einfluss nehmen oder wie kann ich denn jetzt Veränderungen durchführen? Was sagst du dazu? Ja, nicht einfach, ne? Muss ich leider die Euphorie rausnehmen. Also ich finde es halt wichtig, bewusster durch den Alltag zu gehen. Also gerade wenn sowas kommt wie Krise, wenn Stress hochkommt, gerade da nochmal runterzufahren, sich sammeln. Es gibt diesen sogenannten MOC, Moment of Control. Das ist immer zwischen Reiz und Reaktion liegt halt eine Lücke. Ne? Nur wenn ich jetzt sehe, Depot bricht runter und alles ist rot, habe ich immer noch, ne, diese 1, 2 Sekunden, wo ich mich nochmal sammeln kann, bevor ich irgendwie reagiere, nochmal durchatmen kann und sagen kann, okay, stopp, ne? Was mache ich jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich sinnvoll? Auch in Situationen oder in Konflikten ist es immer ganz gut, dann nochmal zu reflektieren, okay, was für ein Denkfehler liegt gerade vor? Wo droht gerade Gefahr? Gerade wenn wir in so einer Art Panikmodus sind oder so. Eine Nacht drüber schlafen, habe ich gerade schon, ich glaube, Ronald hatte das geschrieben, eine super wichtige Sache. Ne? Also habe ich auch ganz oft gesagt, komm, Matthias, geh jetzt erstmal ins Bett. Und abends treffen wir eh die blödsten Entscheidungen meistens, weil wir halt, die Willenskraft ist wie so ein Muskel und abends ist das oft aufgebraucht, wenn wir viele Entscheidungen am Tag treffen. Von daher abends am besten auch nicht mehr groß im Internet unterwegs sein oder ja nicht ins Depot gehen oder so, weil wir Okay, dann cooler oft Tipp. anfangen, Mist zu bauen, ne? Ja. Das also auch sowas wie viele kaufen auch abends die kuriosesten Sachen bei Amazon oder so. Deswegen mache ich auch dann irgendwie ab 21 Uhr spätestens Handy aus. Das sind so Sachen, das nochmal bewusst zu machen, auch diesen MOC, diesen Moment of Control zu nutzen. Das geht auch nicht immer, nochmal durchzuatmen. Was ich sehr empfehlen kann, auch das einfach mal zu probieren, ist Meditation. Ne? Hatten wir eben ja auch schon mal nochmal kurz drüber geschrieben und so. Das ist halt eine sehr langfristige Sache. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man da Effekte haben will, ne? Muss man einfach ein paar Monate mal machen. Täglich. Vielleicht also mit 5 Minuten starten, mit 10 Minuten. Headspace empfehle ich da sehr als App. Weil Meditation halt auch dazu führt, dass diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, bevor ich irgendwie Mist baue, viel, viel größer wird und wir die viel bewusster wahrnehmen können. Ne? Damit wir nicht aus diesem reaktiven Modus handeln, dieses einfach machen und zack, zack, dieser blinde Aktionismus, der kann einem wirklich langfristig viel Geld kosten an der Börse. Ja, aber auch so im Alltag schaden. Ja. Spannend, dass du sagst, weil seitdem ich meditiere, ich wusste gar nicht, dass das ein Effekt ist, aber ich merke das total, dass ich im beruflichen Alltag, so in Stresssituationen, viel, viel gelassener reagiere. Ja. Also viel, viel ruhiger dann auch reagieren kann, ja, und eben nicht mehr so schnell so Reizreaktion, ne? Also spannend, ja. Also ich kann auch nur immer jedem sagen, ja, dieses Thema Meditation. In jedem Lebenslauf von erfolgreichen Persönlichkeiten, die ich lese, kommt Meditation als Thema vor, ja. Und du hast ja auch vorhin geschrieben, Meditation ist auch für dich ein Game Changer gewesen. Ich glaube, sowas oder Life Changer oder irgendwie so hast du es genannt, ne? Ja, einfach bewusster unterwegs zu sein, ne? Also unabhängig von Börsenpsychologie, bewusster Entscheidungen zu treffen, und dann einen klaren Kopf zu halten, ne? Und auch da keinen Stress machen, das klappt sicherlich in jeder Situation perfekt.
Aber in den meisten Situationen ist es sehr hilfreich, ja. Ja, cool. Ja, zwei Dinge möchten wir noch mit dir machen. Einmal Thema Crash, und das zweite ist deine persönliche Strategie, die interessiert mich auch und bestimmt auch inspirativ für viele andere. Machen wir mal mit dem Crash. Also, weil der Crash ist für mich so ein Evergreen-Content auch, was wir uns immer wieder abrufen und bewusst machen sollten, was passiert in einem Crash in unserer Birne, damit wir richtig uns richtig verhalten können. Denn es ist ja aus psychologischer Sicht total schwierig, glaube ich, das zu tun, was man ja tun sollte in einem Crash, nämlich Aktien kaufen. Ja. Kannst du das noch mal ein Stück weit erläutern? Ja, also was da passiert, das Gehirn kämpft ums Überleben, ne? Also sofort im so Überlebungspanikmodus. Cortisol als Hormon geht sehr hoch und das führt halt dazu, dass wir eher vorsichtiger entscheiden, also beziehungsweise eher sicherheitsfokussierter sind, ne? Wenn Cortisol als Stresshormon sehr stark ist, entscheiden wir eher sicherheitsfokussierter und das heißt meistens eher dann so Flucht und Verkaufen von den Aktien und so weiter. Und wir sind halt wie in so einem Tunnel. Und das führt dazu, dass wir noch viel mehr auf die Heuristiken zugreifen, weil das Gehirn ja eh schon total gestresst ist. Und dann greift es halt noch mehr auf diese Denkabkürzung, die wir auch gerade besprochen haben, ne? Ob das Priming ist, Halo-Effekt, Framing. Desto mehr wir unter Stress stehen, unter Druck, vielleicht sogar in Panik sind, desto stärker greifen wir darauf zurück. Und manchmal ist das ja sinnvoll, wenn uns jemand mit einem Messer bedroht, ist das eine gute Sache, dass wir darauf zurückgreifen, aber halt an der Börse dann fatal. Und von daher heißt es halt auch da, ne, das nochmal bewusst machen, ne, also vielleicht die Sachen euch nochmal zu beschäftigen. Also ich habe hier auch so einen klaren Fahrplan für mich, wenn es wieder einen Crash gibt, dass ich halt weiß, einmal mit den Sachen nochmal zu beschäftigen. Ich fahre Meditation hoch, eventuell fahre ich sogar mal, weiß nicht, eine Woche weg oder so, ne, und so ein bisschen so, hey, Ruhe abschalten, nicht mehr ins Depot gucken. Das habe ich so Sachen, um einfach da nochmal runterzukommen. Also andere Sachen lesen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Wie gesagt, nochmal, ja, nochmal fähig, auch mal wegzufahren. Ein, zwei Wochen nicht ins Depot gucken, ne, weil ich weiß halt, sobald ich da nochmal reinschaue, dann geht halt noch mehr die Panik los und dann werden, ja, falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Ja, ich meine, das muss man sich mal vor Augen noch mal oder bewusst jetzt mal machen, was du gerade sagtest, ne? Also das, was im Crash im Gehirn passiert, ist dasselbe wie bei einer Lebensgefahr. Also es passiert exakt dasselbe im Grunde, wie wenn der große Säbelzahntiger hinter dir jetzt hier auftaucht, ja? Und wenn der große Säbelzahntiger jetzt hinter meinem Weihnachtsbaum stehen würde, dann ist es ja relativ gut, dass ich nicht eine ellenlange rationale Entscheidung jetzt treffe und mal gut langsam überlege, was sollte ich denn jetzt machen, sondern dass eben mein schnelles Denken hier eingreift, ne? Und eben ich mich auf Heuristiken verlasse, wie eine Autoritätsheuristik. Also wenn da jemand steht, der Säbelzahntiger-Experte, der Genau, schreit, mit einer Waffe, sehr renne, gut. ja, renne, dann ist es gut, dass ich jetzt einfach auf ihn höre, ne? Weil ich habe keine Zeit, sonst frisst das Ding mich, ne? Und die Brücke jetzt wieder zu schlagen. Also beim Säbelzahntiger ist es enorm gut. An der Börse allerdings nicht, dass du jetzt schnelle, unüberlegte Entscheidungen triffst. Ja, und deswegen müssen wir uns das so krass bewusst machen. Und ich glaube, diesen einen Tipp finde ich schon mal sehr hilfreich zu sagen, einfach auch in diesen Phasen. Also gerade wenn ich jetzt in einem Crash was verkaufen will, dass ich das nicht immer sofort impulsartig mache, sondern wie du meinst, glaube ich, mal eine Nacht drüber schlafen. Ich finde generell so an der Börse, wenn wir Investoren, wenn wir Langzeitinvestoren sind und keine Trader, ja, dann sollten wir, glaube ich, alle mal überlegen, dass wir Kaufentscheidungen oder auch Verkaufsentscheidungen erst dann oder immer vielleicht sogar treffen, wenn wir eine Nacht drüber geschlafen haben oder so, weil ob die jetzt am nächsten Tag vielleicht nochmal 3% hoch oder runter geht, wird wahrscheinlich nicht den elementarsten Effekt auf deine auf deine Langfrist-Performance haben, Genau. auf deine Fehlerquote allerdings schon sehr wohl. Ja, genau. Dann nochmal runterkommen, Nacht drüber schlafen. Vielleicht echt in diesen Phasen, wo der Crash sehr stark ist, echt auch nicht mal ins Depot gucken, vielleicht eine Woche oder 2 Wochen. Ne? Ja, das ist Ja, sinnvoll. cool. Das fand ich nochmal wichtig zu betonen. Ansonsten, ja, 10 Jahre Erfahrung hast du, Matthias, an der Börse.
Also zwei Dinge interessieren mich vor allen Dingen. Du als so erfahrener Psychologe und du hast heute einige Verhaltensmuster vorgestellt. Ja, aber auf welche Verhaltensmuster bist du denn selber oder hast dich erwischt, dass du dann selber reingefallen bist und hast es schlussendlich bereut, weil auch hier der Kahnemann, der schreibt, ich weiß nicht, ob er es in dem Buch schreibt oder ob ich es woanders gelesen habe, er sagt selber, dass ihm mal seine Studenten aufs Ohr gehauen haben und an ihm selbst bewiesen haben, dass die Heuristiken, die er hier erforscht hat, dass er da auch drauf reingefallen ist, Ganz sozusagen. Ja, normal, ne? Ja. ja. Aber das ist ja krass. Nur wir haben ja alle das Ziel, jetzt weniger drauf reinzufallen, zumindest, ja, Ja, in den ja. falschen Situationen. Wie war es da bei dir? Hast du da ein paar Beispiele? Ja, immer wieder auf Sachen, ob das damals halt, ja, gut, was war ja im Prinzip kein Fehler mit Coca-Cola, aber die Entscheidung war damals so, als eine meiner ersten Aktien, dass ich sage, hey, eine meiner Lieblingsgetränke, Coca-Cola. Ne, von daher möchte ich halt auch einen Teil des Unternehmens besitzen und halt Aktien kaufen, so, ne? Letztendlich kein Fehler in dem Sinne, aber halt eine irrationale Entscheidung, das dann so zu machen. Dann hatte ich damals irgendwelche komischen, ominösen Börsenbriefe abonniert. Ich kann ja auch nicht mehr sagen, von wem das genau war, müsste ich nochmal gucken. Das ist schon einige her, aber ich dachte, du kennst dich nicht aus. Hörst du einfach mal darauf, was die Experten sagen, ne? Dann kamen so Börsenbriefe und so rein. Und dann habe ich mich, ne, damit beschäftigt und habe halt immer das gekauft, was halt da drin stand. Da waren dann Technologiesachen drin, vieles aus dem Finanzbereich, was dann auch langfristig nicht so sinnvoll war und so. Und da habe gesagt, ja, das sind Experten, die beschäftigen sich damit, deswegen muss das stimmen. Ich wusste aber überhaupt nicht, in was ich da irgendwie groß investiere oder was das genau ist. Ne? Also typischen Autoritätsheuristik bin ich oft drauf reingefallen, dass ich irgendwo gehört habe, irgendwer sagt was, das ist gut mit so Empfehlungen. Ne, und auch teilweise Bankberater, die gesagt haben, hier, wie heißt das, Bausparvertrag bringt immer noch mit am meisten. So, ist okay. Wenn die 21-jährige Bankberaterin das sagt, dann muss es auch stimmen. Ja. Und also solche Sachen, genau, also gerade auch, ja, im Technologiebereich waren das immer wieder Aktien, wo halt auch, also überwiegend war es wirklich Autoritätsheuristik, dann irgendwie persönliche Überzeugungen, dass ich sage, hey, ich nutze das auch privat und das ist mein Lieblingsgetränk, deswegen mache ich das. Das waren so typische Fehler, aber auch Sachen viel zu früh dann auch wieder verkauft oder so. Ne? Also auch diverse Aktien, wo ich gesagt habe, okay, habe ich irgendwie eine negative Meldung gehört, ne? Und jetzt zack raus. Ne? Das war bei Facebook der Fall, das war bei Tesla, wo ich dann kurz drin war. Und dann irgendwann gesagt habe, na, aber jetzt machen andere auch Elektroautos und ne, und weiß nicht, ne, ob das so oder irgendwelche Versprechungen wieder von Musk nicht gehalten worden sind. Dachte ich, komm, verkauf sie wieder. War im Endeffekt dämlich. Ja. Ja. Ja, interessant, interessant. Ja, ich hab, wie gesagt, auch schon da einiges gemacht. Vielleicht nochmal zur Betonung. Also, ich glaube, es ist ja nicht per se schlecht, Unternehmensaktien zu kaufen von Unternehmen, die Produkte machen, die man selber sehr gut oder sehr gerne Habe kommuniziert. ich auch überwiegend. Also Es jetzt habe ich überwiegend Unternehmen, wo ich die Produkte auch selber kenne und nutze und halt auch gut finde. Ne? Ob das Johnson & ja. Johnson sind, ob das Teil Nestle ist oder so. Oder gut, McDonald's können wir jetzt mal darüber diskutieren. Das McFlurry ist gut bei McDonald's. Das finde ich gut. Burger nicht so gut. Ja. Ja, nee, aber das genau, das der Punkt, den du ja meintest oder erwähnt hattest, ist ja, dass man die Entscheidung nicht einzig und nicht übergewichtet aufgrund dieses Punktes, ne? Das ist die Verzerrung, ne? Ja. Sondern dass man sich bewusst macht, okay, das Ding mag ich jetzt hier, ich mag McFlurry, ja. Allerdings ist das der entscheidende Impuls, diese Unternehmensaktie zu kaufen? Nein, sondern ich muss mich tief mit dem Unternehmen beschäftigen und sollte mich nicht von meiner McFlurry-Liebe blenden lassen. Genau, das ist das Entscheidende. Ja. Ja. Und wir werden, und ich werde auch in Zukunft, also du sicherlich auch oder alle, die hier in dem Stream sind, werden auch in Zukunft auf Heuristiken reinfallen. Und die Fehler machen. Ne? Also wenn wir in 10 Jahren nochmal so einen Stream machen über Instagram, wenn es ein Instagram noch gibt, ne, dann wird das wahrscheinlich, wenn wir zurückschauen, auch diverse Fehler gemacht haben. Das ist ja ganz normal, aber es geht darum, in manchen Situationen vielleicht dann doch bessere Entscheidungen zu haben. Und ich finde, was total schützt, oder nicht total, aber was gut schützt, ist halt einfach eine klare Strategie. Ne? Ob man sagt, hey, ich will langfristig investieren.
ne, also wenn ich mich entscheide, langfristig da Aktien zu halten, dann ist ja klar, dass ich die dann nicht nach einem Jahr verkaufe, im besten Fall. Ne? Wenn ich dann eine feste Strategie habe, macht es einfacher, sich zu schützen auch vor solchen Sachen. Ne? Ja, das finde ich ein guter Punkt, den hatte ich auch nachgelesen, dass du halt Strukturen und Prozesse brauchst, um den, ich sag mal, diesen Heuristiken, diesen Verhaltensmustern einen Riegel vorzuschieben. Weil wenn du jetzt heute definierst, was du, sag ich mal, genau machen wirst, wenn der Markt um 10% fällt, wenn er um weitere 10% fällt und wenn er dann nochmal um 20% fällt, wenn du das klar definierst heute, ja, dann hast du eine feste Struktur, ja, und kannst dich darauf berufen, wenn eben in deinem Gehirn wieder der Säbelzahntiger abgeht. Ja, genau. Ja. Ja. Ob man hier einen einhält, ist eine andere Frage, aber man hat zumindest ein Ja. bisschen mehr Orientierung, ne? Und ein bisschen mehr Struktur als Barriere macht Sinn. Ne? Deswegen Ja, habe ich das halt heißt. für mich halt auch bis auf einen kleinen Teil, wo ich gesagt habe, okay, da gehst du halt in Asien, in China, in Aktien rein und so, habe ich ansonsten den großen Teil halt in so einer Grundstrategie festgelegt und so läuft es dann weiter. Ja, dann lass doch auch dazu mal kommen. Ich fand noch einen Punkt wollte ich noch ergänzen, was mir immer sehr hilft in Crashphasen. Du hast ja jetzt auch schon so ein paar Dinge als Tipps mitgegeben. Also ich markiere ja immer meine Bücher und in so Crashphasen nehme ich mir meine Lieblingsbücher aus dem Bereich. Also zum Beispiel Costolani, die Kunst über Geld zu denken. Und mache mir das immer wieder bewusst. Und das hat mich enorm jetzt auch in der aktuellen Krise ins Handeln geführt, ne? Also das wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass nicht die Welt untergehen wird, dass diese Krise nichts Einmaliges ist. Das ist Ja. das, es sind dieselben Muster, die hier wieder, gut, da bin ich in der Mustererkennung, Aber ist sag ja ich so, mal. manche Muster wiederholen sich auch. Ja, genau, ne? Also es ist irgendwie, weil man hat ja immer den Eindruck in so einer Krise, dass diese Krise was ganz Besonderes ist, ja. Seid ihr noch da? Ach ja, also an mir liegt es nicht, dann ist der Matthias rausgemacht. Ja, cool, nur Matthias ist nicht da, mal gucken. Wir sind auch da. Ja, das ist Instagram. Verzerrt bin ich. Muss los. Eduard, ciao. Ciao, Kakao. Was heißt denn verzerrt? Also bei mir bin ich hier ganz normal. Ah, da ist Matthias, Zack. So, jetzt müsste er gleich wieder dabei sein. Ah, jetzt höre ich dich, Matthias. Ah nee, hören tue ich dich nicht, sehen tue ich dich. Hört ihr Matthias? Ich höre ihn nicht. Ich glaube, jetzt geht irgendwas, oder? Jetzt höre ich was. So, sorry. Jetzt geht's wieder. Ja, cool. Genau, ich war gerade ein paar Schadmuster analysieren. Nee, das Handy war irgendwie etwas überhitzt, ist jetzt gerade etwas überhitzt, das iPhone. Ja, das irgendwie ausgegangen ist. Ja. so ein Livestream ist beansprucht, mein Akku ist dann, ich muss immer Ladekabel dabei haben, weil das zieht auch enorm viel Akku immer. Ja, bei mir ist auch mal so, noch 10% habe ich. Ja, Gut. genau, wo waren wir stehen geblieben? Krise hatten wir. Bei Ach meiner so, du hast Strategie. genau deine Strategie. Ich glaube, du hast mal irgendwas erzählt, kurz in unserem Gespräch von einer Hausfrauenstrategie. Was ist denn das? Oder ist das überhaupt deine Strategie? Seid ihr noch da? Ich glaube, ihr habt es schon wieder rausgehauen. Ich nehme mal an, dass dein iPhone total Schaden ist.
Lockdown. Ja, ich glaube, das macht er bewusst. Er will uns seine Gewinnerstrategie nicht verraten. Er will diese Erfolgsstrategie nicht teilen. So, also Apple-Aktien sind überbewertet, würde ich sagen. Apple Short, ja. Jo, Roman, dann hab einen schönen Abend. Wir müssen mal gucken, ob der Matthias überhaupt wiederkommen kann. Sonst sitze ich hier alleine, aber wir können uns ja so unterhalten. Oder ich nehme hier jemand anders mit dazu. Zeit zum Nasenbohren. Jo, sehr geil. Ich fand's auch richtig cool. Schauen wir mal, ob wir noch. Ach, da ist er wieder. Uah. Sag Anfrage. Matthias? Hallo, hallo, hallo? Das scheint nicht mehr. Nee, ich höre dich wieder nicht. Ah, jetzt glaube ich. Jetzt merke ich wieder was. So, sorry. Ja, Akku du ist willst ja leer nicht und mal. das Handy ein bisschen. Akku ist leer und das Man Handy ein bisschen überladen hier. munkelt, du willst uns deine Strategie gar nicht verraten. Nee, nein, doch gerne. Ja, nee, du nochmal zur Einleitung. Also, hast mir, ich weiß gar nicht, ob das dann schlussendlich auch deine Strategie ist, aber du hast mal von einer Hausfrauenstrategie gesprochen, oder? Genau, also nur als Hinweis kann sein, dass das Handy gleich wieder ausgeht. Dann machen wir Schluss, Also Matthias, dann ich machen wir jetzt investiere einfach. überwiegend in Aktien halt des alltäglichen Konsums, also sowas wie Johnson & Johnson, ne, Nestle, Nestle, also einfach Produkte des Alltagsbedarfs, die man so braucht, ob das dann Windeln sind, ob das Getränke sind, etc. Also überwiegend Produkte des Grundkonsums. Das ist so die Hauptstrategie. Also was eine Hausfrau in ihren Einkaufswagen legen würde, ne? Krass. In ihren Geschäften. So, das ist so eine Grundstrategie, neben dann Ergänzungen mit China und ETFs auch, ne? Das ist so die Grundstrategie, was halt auch relativ krisensicher ist, weil man die Produkte halt immer auch braucht. Genau. Das heißt, du bist relativ wenig in Tech drin, oder was? Gar nicht. Ach, gar nicht. Krass. Okay. Weil du ja auch, ich sag mal, viel mit großes technisches Verständnis wahrscheinlich hast, ne? Auch viel mit Online-Shops zu tun hast und sich mit Shopsystemen auskennst und in dieser ganzen Online-Marketing-Welt. Und da hat es mich gewundert, ja. Zum Beispiel so ein Facebook oder so finde ich eine geniale Aktie, ein geniales Unternehmen, wenn ich mir so die Umsätze, Gewinnentwicklung, deren Daten und so weiter, die verfügen über uns Menschen anschaue. Aber krass, ja, da hast du dann auch eine starke quasi Strategie, also da brichst du auch nicht mal raus aus dieser Nee, Strategie. selten. Also jetzt halt mit Hm. China schon, also mit China beispielsweise, ich habe schon so ein paar Einzelunternehmen, wo ich schon mal ausbreche, ob das dann mit China ist oder halt auch mit anderen Einzelnen, aber überwiegend, also 80% ist halt in dem Bereich unterwegs, ne? Ja. Und sag Genau. mal, wie viele Positionen hast du im Depot? Du hast von mehreren Depots gesprochen. Warum hat man mehrere Depots? Was ist da der Hintergrund? Weil ich ja ein Depot haben will, wo ich nicht drauf gucken kann. Also es ist einfach mit Standard-ETF. Ja. In einem anderen Depot und dann wird einfach. Ach, schade, funktionieren. Dann machen wir an der Stelle Schluss. Also hat mich sehr gefreut mit Matthias. Ich rufe ihn gleich mal an und sage nochmal Danke, wenn sein Telefon wieder geht. Schön, dass ihr dabei wart. Und ansonsten Donnerstag ist der nächste Livestream mit Zacharias Tastas, Johannes, dem Steuerberater. Und da geht es um das Thema Immobilien und Steuern. Könnt ihr nochmal die ganzen Fragen bitte unter den Post hauen und den Steuerpost von der letzten Aufnahme? Ansonsten auch die Bitte an euch, unter die Aufnahme hier des Streams einen Kommentar abzugeben. Könnt wieder reichlich Kritik hageln, was ihr wollt, wie ihr den Stream heute fandet, was ihr gelernt habt vielleicht auch, was ihr mitnehmen konntet. Ja, dann freut sich Matthias und ich freue mich auch. Und ja, ansonsten haut rein, schönen Abend, bis bald. Ciao.